Risiko. Hallo und herzlich willkommen zum Morgen-Abend-Kaffee. Heute ein bisschen später als sonst. Wir sind jetzt Viertel nach sieben. Ich wollte gerade Viertel nach neun sagen, weil da 19 Uhr steht. Und ich habe einen Löffel direkt in die Antwort gequatscht. Perfekt. Das muss so. Entweder es endet wie der letzte Podcast in keckerndem Lachen. Oh ja, das war auch gut. Der war wunderschön. Das Ende vom Brot habe ich ihn genannt. Das wird wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, das letzte Mal sein, dass ihr dieses Design seht. Wir switchen nämlich zu einem anders farbigen und anders gestylten Design. Wird gut. Ich bin gehypet. Und ja, wir haben gerade sehr eifrig darüber geredet, dass ich mir auch einen neuen Streaming-Computer gegönnt habe, der noch nicht da ist, in einem Screaming. Ich zeige dann auch mal Fotos von der Hackerhölle, die ich mir dann hier zusammengebaut habe am Ende. Das Ding ist, aktuell sieht es mehr aus wie so ein botanischer Garten, weil um mich rum überall Pflanzen stehen. Auf meinem Computer steht eine Pflanze, hinter meinem zweiten Bildschirm stehen zwei Pflanzen. Die sind überall. Ich habe hier 8 Pflanzen um mich rumstehen. Das sieht so und zwar nicht nur die, die man rauchen kann, liebe Kinder. Auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, sehr interessant aussehen, wenn es fertig ist, weil es halt Curved Monitors sind. Ich bin mal gespannt, wo wir da hinkommen. Biolab, genau. Es wird wunderschön. Ich werde wahrscheinlich auch mein Stream-Setup noch mal ein bisschen neu dekorieren. Weil ich habe die Boxen ewig nicht neu dekoriert und ich will mir eigentlich gerne so ein paar spezifische so Dekos für den Morgenkaffee holen. Vielleicht auch Referenzen zu verschiedenen Livestreams. Ich habe momentan, das bringt uns leider nichts, weil wir da keine Kameras mehr für haben, habe ich so eine Plüsch, also so eine Fake-Krähe hinten da drin stehen für Daus. Oh, nice. Was macht eigentlich die Paprika? Die lebt noch, die steht hier sogar. Die war, glaube ich, im Questbrett zu sehen. Die ist, glaube ich, undercover im Questbrett, wenn ich mich nicht total irre. Weil ich hatte sie extra so hingestellt, dass man sie in meinem Cover-Screen wieder sehen kann. How to wieder, wo wir gerade vom letzten Stream sprechen, wenn eine Kommandoskelette umbaut ist und einer ein Bone Break. I hate everything. God damn it. And we're back at it again. And we're back at it. Oh nein. Wenn ein Paladin in einem U-Boot sitzt, für die Navigation. Klingelt bei mir natürlich das. Ist denn ein Echolot-Break? Nein, das ist irgendwie. Der funktioniert nicht. Ich könnte schreien, mein Telefon. Aber der Bonebreak. Ja, geh nur ran, ich unterhalte die Leute mit Jonglage und lustigen Sprüchen. Mach das. Ja, ich hoffe, ihr seid alle auch gut ins neue Jahr gerutscht und so, ihr Lieben. Ich vermute, Raven Stormcliff ist mein Person, die ich bewichtelt habe. So vom Namen her würde ich das raten. Wenn dem so ist, dann hoffe ich, dass du dich darüber gefreut hast. Es tut mir sehr, sehr leid, dass er die Post ein bisschen verkackt hat. Und ich wollte es extra nicht viel zu früh losschicken, aber dass es dann doch so lange gedauert hat. Ja. Eigentlich war es sehr rechtzeitig. Aber das hat sie halt, die Post hat es da nicht interessiert irgendwie in der. Ah, okay, gut. Ja, das freut mich. Das freut mich. Ja, ja, ideal wäre es halt gewesen, wenn es wirklich einen Tag vorher angekommen wäre. Das war auch eigentlich so geplant, aber ja. Wenn ein Paladin die Mauer durchbricht, ist er dann ein Zonebreaker. I'm back. Oh nein, machen sie immer noch. Ja, it never stops, it never stops. The party never stops, it's great. Ich hatte gerade gesagt, dass ich sehr viel Spaß irgendwie damit hatte, dass mein Wichtelgeschenk fertig zu machen für dieses Jahr und Raven Stormcliff quasi beschenkt wurde von mir und das, aber leider, dass irgendwie, ich glaube, erst 2 Tage oder so nach Weihnachten ankam, weil die Post da so ein bisschen geschlampt hat. Eigentlich war es so geplant, dass es einen Tag vorher da sein sollte. Aber naja, gut. Weil ich wollte es nicht sehr, sehr früh vorher, weil ja, ich hab mir da so ein bisschen Sachen ausgedacht, wie auch letztens gab's jemand, der riesen Harry Potter Fan war und dann habe ich quasi ein Paket zusammengestellt, was ein Zaubertränke-Fernstudiumspaket war. Und das heißt, ich habe dann so ganz viele so kleine verschraubbare Glasdinger geholt und habe dann da sowas reingemacht. So getrocknete Froschaugen, was halt so verschiedene Bonbons waren und sowas.
und Hexenhaar, cool, was irgendwie Weingummischnüre waren und sowas, halt alles Mögliche, sowas in der Art. Und dann halt auch alles, ne, entsprechend ein Brief dabei und so mit Willkommen in unserem Pferdstudiumskurs und so von Hogwarts und so weiter. Das ist cool. Ja, und dieses Mal hatte ich halt jemanden, der sehr begeistert war von Doctor Who. Ja, also habe ich mir dazu ein bisschen was einfallen lassen und. Es waren aber, so glaube ich, mehrere, ne, die irgendwie was mit Dr. Who hatten. Oder war das bei dem anderen Wichtel-Ding, wo ich mitgemacht habe? Ich glaube, das war bei dem anderen. Das kann sein. Also bei mir ist es, hätte ich es ja auch geschrieben. Also ich mag ja auch Dr. Who sehr gerne. Ja. Eine wichtige Sache müssen wir noch klären. Für den Chat und speziell für Raven. Bester Doktor. Also ich bin ja ganz klar für David Tennant. Ja, also 10. Doktor. Oh, ist schwierig. Ich mag viele für verschiedene Gründe. Also aus verschiedenen Gründen. Ja. Ich sag nur, I don't wanna go. Oh, Capaldi, in der Tat, okay. Ja, Capaldi fand ich auch gut. Ich find's ein bisschen schade, dass jetzt die aktuelle irgendwie nicht so die coolen Stories bekommen hat und weiß nicht, es fühlte sich irgendwie komisch an, aber es lag nicht an der Schauspielerin und am Doktor an sich, sondern irgendwie die Stories waren nicht so ein bisschen off, ja. Ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht genau, warum. Ich habe so den Inkling, dass es auch nicht das Production-Team zwingend war, sondern eventuell das Studio selber, das sich da eingemischt hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es wirkte so ein bisschen so dieses, die Story können wir mit ihr nicht bringen, die Story können wir nicht mit ihr nicht bringen. Mhm. Und das sollten wir auch nicht machen. Weißt du, so fast, dass sie zu viel Schiss hatten, mit einem weiblichen Hauptcharakter manche Stories zu erzählen, die sie... Ich mochte unglaublich dieses, die hatte diesen... verrückter Professor-Vibe manchmal so ein bisschen so, ne, wo sie dann sagt, okay, and now I do science quasi und dann anfängt Sachen Zusammenschussraum und so. Das fand ich irgendwie cool, weil das so ein bisschen so dieses... Ich hatte unglaublich Bock gehabt, also es gab so eine Szene, die so eine typische Montage-Szene war. Ja. Wo sie halt so, ne, and now I do awesome stuff irgendwie. Und das fand ich ultra cool und hab gedacht irgendwie, okay, mach da mehr in die Richtung, ja. Ich hoffe ja persönlich, wenn sie eine zweite Season bringen, dass sie sich da ein bisschen mehr eingelebt haben. Bloody Angel mag Christopher Eccleston. Ja, von den neuen ist der eigentlich so bei den meisten eher der unbeliebteste, ne? Was ich total komisch finde, weil ich fand Eccleston, ohne den gäbe es die anderen ja gar nicht, wenn der den Doktor nicht cool verkauft hätte. Klar. Ich fand, der hatte so eine... Mit einer Season auch echt wenig Möglichkeiten gehabt, ja, groß was zu machen, weil so, ne? Ja. So die erste Season ist halt immer schwer mit einem neuen Doktor, finde ich. Ich muss gestehen, für mich war es, glaube ich, auch, gehen wir beiden ja zum Beispiel sehr auseinander, ich war nie ein großer Fan von Rose, weswegen, glaube ich, weil viele sich so an Rose gehängt haben, ist er so ein bisschen daneben untergegangen, das kann vielleicht sein, weil er so ein bisschen... Nö, da gehen wir gar nicht so krass auseinander. Also ich fand Rose gut, aber ich war nicht so riesen Rose-Fanboy, ich war halt... Ah nee, du warst Amy, ne? Du warst genau, ich war unglaublich Team Rory Amy und so und hab da sehr mit beiden gelitten und allem und so und fand das echt schön irgendwie ja, also Amy, Rory und dann dazu auch passend dann der ganze River-Song-Arc und so. Oh, River war ziemlich cool vom Konzept. Ja, River... Ich mochte das Konzept. Fuck yeah, River. River ist awesome. Ja. Ich fand dieses Ganze, dass die praktisch so aneinander vorbeigelebt haben, sehr cool. Ohne, dass sie einen zweiten Timelord sozusagen... Die ganze Idee dahin, was sie alles mitgemacht haben, war total cool. Ich fand allein die erste Folge mit ihr, ne, Silence in the Library und so. Oh, das war so... Vor allem, Alter Schwede, unglaublich gut. Immer wenn du sie danach siehst, weißt du ja, dass sie da endet. Es ist so, genau, so. Es ist so eine Reverse-Character-Arc, mehr rauszufinden, wo sie herkommt. Das fand das war super gut. Dann, sie ist halt einfach cool as fuck, ja. Sie ist einfach, weiß nicht, die sie ist so ein bisschen... war auch echt so vom Look sehr. Ja, sie ist irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen James Bond. Sie ist ein bisschen selbst wie der Doktor. Sie ist auch was Eigenes. Sie ist, weiß ich nicht, irgendwie so dieses... Sie war halt ein sehr eigenständiger Charakter. I can't grasp it, but it was cool, ja. Ich finde halt, manche Charaktere waren mir zu, also gerade bei den Companions haben sie das Problem manchmal gehabt, die waren zu fixiert auf den Doktor und nicht so sehr auf das Adventure manchmal. Was jetzt nicht zwingend schlimm sein muss, aber wenn es halt sehr, sehr viel passiert, war es mir ein bisschen zu anstrengend. Ich mochte die, wo du das Gefühl hattest, die würden wahrscheinlich auch alleine überleben, wenn du die mal alleine lässt, so ein bisschen so. Manche wirkten so ein bisschen unselbstständig. Welcher war dein Lieblings-Companion waren logischerweise dann
Die Pons, schätze ich mal. Genau, Amy und Rory so. Also, ne, in Amy war ich auch ein bisschen verknallt und so. Und aber ich fand das halt so super süß mit den beiden und so. Und wie er dann die 2000 Jahre wacht über sie und all diese Sachen. Und dann gab es die Folge, wo sie quasi in diesem Quarantäne-Hospital ist, wo die Zeit anders verläuft und so. Und, ne, also einmal hat ja sie ewig auf ihn gewartet, einmal hat er ewig auf sie gewartet, diese ganzen Sachen. Das fand ich echt irgendwie schön. Und dann der Reveal mit River, was da auch mit reinspielt und so. Und das Ende von den The Angels Take Manhattan war es, glaube ich, die Folge und solche Sachen. Weiß nicht, also ganz, ganz viele Sachen, die ich einfach mit Amy und Rory so unglaublich. Ne, dann die erste Folge mit Matt Smith, die ich grandios finde für eine Auftaktfolge für einen neuen Doktor, war halt auch mit denen. Ne, hier mit Prisoner Zero. Ja. Und den Atraxi am Ende auf dem Dach, holy fucking shit, war das cool. Also die Szene ist awesome. Ich muss immer noch sagen, die Szene ist ganz schön OP, aber ich mag sie auch. Weißt du, so dieses, ja, es ist so, ja. Auf der einen Seite schreit so mein Schreibergehirn, oh, das ist so Gary Stu-Shit. Und dann gleichzeitig, ja, oh, es ist ja fucking cool. Aber es ist einfach gut gemacht, wie er dann durch dieses Hologramm tritt und sowas. Oder auch am Anfang, wo er sich so selbst so ein bisschen findet und Rory dann die Krawatten hinzuwirft. Und steht da total perplex. Das ist allerdings wahr, Sherlock. Er wartet 2000 Jahre und ist fein damit. Sie wartet 30 Jahre und ist cray-cray. Aber ja, genau. Das, ja. Ich glaube, das Einzige, was ich an den 2000 Jahren schade fand, war so dieses Gefühl von, er hatte sich nicht viel verändert. Was aber Sinn macht unter Kontext. Aber so dieses... Yeah, yeah, yeah. Das finde ich aber generell mit so Timeskip Sachen in Shows ganz häufig, dass die sich nicht genug verändert haben für die Zeit, die teilweise durchmachen. Mhm. Weil da fände ich es ja eigentlich total spannend, die Charaktere neu kennenzulernen, wie sie dann nach, keine Ahnung, 10 Jahren sind. Weil wenn man mal so drüber nachdenkt, wie viele Veränderungen man in 10 Jahren durchmacht. Mhm. Gerade ja, gut, so in jüngeren wie gesagt, Jahren. Er verändert sich nicht bei Reasons und so. Ja, klar. Aber ne, so generell, ich glaube, das war immer so ein Pet-Peeve von mir in Stories, wenn die das machen. Dass die ganz häufig dann sofort wieder in den Status Quo übergehen. Und man sich nur so denkt, wie könntest du zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bei welchen die zum Beispiel in anderen Dimensionen gefangen sind oder so, wie könntest du nach 40 Jahren wieder zurückkommen, dich noch an irgendwas erinnern, was geht? Mhm. Nur so, außer so ganz vagen, oh ja, damals. Das ist so, die Vorstellung ist, ich fände es mal cool, wenn sie es mal komplett durchziehen würden, so eine Storyline. Mhm. Ja, ja. Ich habe seit 2000 Jahren dieselbe Frisur. Ja, ja. Okay, that's true. Ich muss sagen, mein Lieblingscompanion ist und wird immer bleiben Donna. Ich hasse Donnas Ending. Extrem. Ja, ja. Aber das Ding ist halt, aber ihre Storyline mochte ich, weil sie war so der wirklich, sie hat sich angefühlt wie so ein Companion, also wie so ein bester Kumpel, der dir auch mal voll auf die Nüsse gibt für den Scheiß, den du machst. Bei Rose fand ich halt einfach dieses ganze Reveal um Bad Wolf halt fand ich ziemlich cool so. Und, die Idee war definitiv super interessant. Es ne, ist und, immer und, so. Und als ich halt dann nochmal geguckt habe und gemerkt habe, wie viel Bad Wolf im Hintergrund ist, was einem vorher nicht aufgefallen ist, gerade in den ersten paar Folgen und so. Ja, nice. Keine Ahnung. Und auch die ihre Ansage dann zu dem Dalek im Finale, erste Staffel, so, also erste Staffel, juhu. Ne? And now I can see everything, every atom in the universe, and I will divide them. Und so, ne? Und fuck yeah. Ah ja, weiß ich nicht. Ja, 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 definitiv. Parallel und wer so gefangen ist, muss man sich einen Goatee wachsen lassen, das ist Gesetz. Truth. Im Zusammenhang mit Donna Wilfred, ja. Ja. Oh Gott, Wilfred. Wo man dann dieses 4-mal Klopfen-Ding war, ne? Und halt, wo ich jetzt Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, so, und du hörst dieses Klopfen. Und denkst du so, wieso? Eigentlich ist doch alles vorbei. Alles ist doch gerade cool, die Welt ist gerettet. Und dann steht er in diesem Glaskasten da drin und so. Und Doktor so, nee, ne? Nee, Wilfred, nee. Denkst du so, scheiße. Ja, ach, oh. Mann. Genau, immer ja. Kick Cry Every Time. Ja, ich auch. Das ist immer so richtig so dieser so Tritt in die Kniekehle, so jetzt nochmal, wir hauen nochmal drauf. Da musste ich auch sehr schwer schlucken, das war. Ich müsste eigentlich mal wieder von Anfang an durchgucken. Ich auch. Also eigentlich müsste man es mit jemandem gucken, der es noch nicht gesehen hat und dann daneben sitzen und jetzt so. Das Ding ist, das habe ich theoretisch verklärt, nur bis zu einem gewissen Punkt geguckt.
Und ich bin bei Capaldi noch nicht ganz durch. Also ich habe nicht alle Folgen gesehen, weil ich mir die Staffel nicht gekauft habe und ein paar Folgen verpasst habe. Was echt ärgerlich war. Also ich habe es zweimal fast komplett geguckt, so, weil ich halt mit dem Kollegen dann auch ab Eccleston quasi, also inklusive Eccleston bis, ich glaube, Ende Matt Also, Smith oder so geschaut habe, weil er es nicht kannte. ja, also ich habe, Und glaube ich, ja. alles bis Mitte oder so drei Viertel in die Smith-Ära rein. Also von Juhu habe ich alles auf DVD. Mir fehlen halt nur alles danach, weil das habe ich mir dann nicht mehr gekauft. Ja. Und ich habe ganz viel Old Who, weil ich mag auch viele von den alten Doctor Who-Sachen. Die haben zwar auch so ein Ja, so ein klar. Ist ja Trash-Doctor-Faktor, nur aber es ist super. Kraftfelder aus Frischhaltefolie und so ein Shit, ja. No shit, Perfekt. alles. Das ist so dieses. Also, wenn ich alle Doktoren und alle Companions mit reinziehen muss, ist mein Lieblingscompanion immer noch Ace, aber diese Meinung habe ich schon mehrfach Ja. unterstrichen, weil die ist einer, glaube ich, der einzige Mensch, der jemals auf die Time Lord Academy gegangen ist. Because fuck yes. Außerdem, einen Dalek mit einem Baseballschläger verdreschen finde ich immer gut. Und mit Ah ja, einem Rocket gerade bis ich Launcher. durchguck bei den Companions. Clara Oswald mochte ich zum Beispiel so Oh gar ja, die nicht. ist. Ah, echt nicht? So. Nee, das war. Ich fand den Anfang total geil. Hier so Flare Girl und die Sache mit dem Dalek und sowas. Ach Fand ich genau, awesome ja. und so. Aber dann kam halt Ah ja, da genau, und dann erinnere ich diese mich, Szene, wo sie ja, sich genau. irgendwie so relativ früh out of nowhere irgendwie opfert. Und ich habe nichts dabei gefühlt, weil du hast noch nicht so die Verbindung mit ihr gehabt und Das so, hatte ich weißt aber du? bei Es war mehreren so. später. Irgendwas fehlte, dass du wirklich sagst, ich meine, ne, da war hier mit Wilfried war es einfach schlimmer. So. Weil du irgendwie Eine Connection halt hattest, dran ja. hingst. Genau, das hatte ich bei ihr irgendwie nicht. Und deswegen fand ich das sehr schade. Und dann war es dann so, ja, ach nee, ist übrigens doch nicht so nach dem Motto, ist jetzt wieder da. Und ich Ja. so, ja, aber dann hättet ihr es auch nicht machen sollen. Dann macht's doch vernünftig, dann macht doch nicht so ein Bullshit so. Und dann, ich glaube, damit haben sie mich dann irgendwie ganz verloren, weil das war dann irgendwie so ein. Nee. Ja, Keine ich sehe, was du meinst, definitiv. Ahnung. Oh Gott, Van Gogh-Folge. Oh Gott, ja. Das ist so heftig. Wie er am Ende dann in der Galerie steht und so und das realisiert und so und. Boah. Wenn sie halt richtig gut geschrieben sind, ist es super. Wenn Ja, das mit sie der irgendwelche Diamantwand, Logiklöcher genau. Mit der haben, ja. Diamantwand war auch Capaldi zum Beispiel, ne? Ja, Sherlock, oh Ich Gott. muss immer noch sagen, bei Exelton, weil wir eben ja auch über den geredet haben, die Puh. Folge mit den Gasmasken-Kids, ich weiß nicht mehr, wie sie Ja, Are You My Mommy? hieß. Genau, ich finde, die Folge ist so cool, Krieg ich vor allem, auch weil wieder Gänsehaut. das Boah, Ende ist Gänsehaut. eins von diesen, fand ich, das hätte mit keinem anderen Doktor funktioniert, weil er ist der Ja. Doktor, der aus dem Krieg rausgekommen ist. Wenn er Ja. sagt, Und Julia Justice da. once, Rose, everybody lives, das funktioniert nur Ja. für den Boah, Alter, ich Doktor. krieg so Gänsehaut, ey. Kein Scheiß, mir stehen gerade richtig die Haare zu Berge und so, wo du das sagst. Das ist so This dieses. once everybody lives. Und er ist so glücklich darüber, weil er Alter, ist der ja. eine, der den Kontext wirklich, also so, bei dem es noch so real ist, dass, weißt du, weil Ja, die weil es noch späteren so sind, nah dran ist und genau, so. weil er sich noch nicht, weil er ist ja der Doktor, der da rausgekommen ist im Endeffekt und noch so Ja. kaputt ist oder so wird er auf jeden Fall dargestellt im Endeffekt. Deswegen fand ich, hatte Alter das so einen Schwede. geilen Effekt damals. Ein paar andere Sachen, die ich auch so unglaublich krass fand. Ich fand das so krass mit dem Weltraumwal, Oh ja, das war, ja. den, wo sie rumgeflogen sind und den sie quasi gefoltert haben, damit er weiterfliegt, der quasi, ne, Da werde ich Britain immer so take sad so. von, das ist so, oh, ihr Das fand ich, Motherfucker. das war auch so richtig in the fields und fuck you. Dann, was mich unglaublich hart umgehauen hat, war jetzt nicht bei Doctor Who, sondern bei Torchwood, war der große Reveal bei, oh Gott, was, Staffel 3 oder 4? Du hattest eine Staffel, die war ein kompletter Arc, Das wo die ist Leute hätten die. sterben können. Vierte, glaube ich, oder dritte? Die dritte oder vierte? Ja, und dann so, ne, so, kein Mensch kann sterben und so, das wird relativ früh etabliert, das ist jetzt Ich muss kein immer noch Reveal, Twist, wie sagen. auch immer. Und dann kommen sie halt in dieses Lager, wo die Leute hinkommen, die eben nicht sterben, aber die halt, ne? Ja, ich finde Und immer noch, alter das Schwede, hat mich ist. das zerfickt. Boah. Wenn ich jemals nochmal einen Puh. neben Neon Demon, also neben dem Neon Demon, einen Mutants and Masterminds Charakter machen würde, würde ich einen machen, der komplett ein Normie ist, also der keine besonderen Fähigkeiten hat, aber der unsterblich ist und auch mega schnell zurückkommt, weil ich liebe das Konzept. Es ist so terrifying, wenn du mal darüber nachdenkt, was dem alles passieren kann. Das ist Ja. einfach, weil der kann ja aber noch sterben, der spürt immer noch Schmerz. Wenn du den lebendig begräbst, dann stirbt er einfach immer wieder. Es ist terrifying.
I was their model. Beauchamp Peninsula. The face of both, they called me. Oh, das war so. What the fuck? Das war so ein schöner Offenbar. Ich saß da vor euch so, what the fuck? Wo man sich nur denkt, how did you end up there? Ja. What the fuck, my mate? Das ist ein ziemlich großer Kopf. Was haben sie mit dir getan? Ja. Warum bist du aufgequollen wie eine Qualle? What happened? Ah, oh, es gibt so viel crazy Schieß. Total, das war schon. Das klang gerade so kurz wie Kriegsflashbacks. So. Ja, ja. Ach, schön, schön, schön. Ja, ja. Tolle Serie. Tolle Serie. Es ist immer so, das ist so eine der Serien, der ist der größte Trash und hat aber trotzdem manchmal die echt geile Emotionen. Die hat manchmal echt geile Perlen drin, so. Ja. Das ist nicht jede Folge. Es gibt ein paar, die sind, geht so. Ja. Aber ich, ja, das freut mich doch. Bloody Angel, hab ich doch was genau richtig gemacht. Dass du deswegen angefangen hast, noch Dr. Who zu schauen. Ist doch gut. Ich würde ja auch, ich finde es ja auch immer noch total interessant, ähnlich wie bei dem Buffy-RPG, dass es ein Doctor Who-RPG gibt. Das Ding ja, ist, mehrere. Es muss. Ja, gibt's mehrere? Ja, ja, also mindestens zwei gibt's auf jeden Fall. Ich habe immer nur eins gesehen. Ich meine, es gibt ein drittes. Bei einem habe ich mir ein riesiges Bundle mal im Humble-Bundle geholt. Und dann weiß ich, dass es noch ein echt altes gibt. Ich meine, es gibt drei insgesamt. Ja. Also von einem habe ich so ziemlich alles per Humble Bundle. Ich fände es potenziell mega spannend, aber da musst du einen echt guten Spieler für den Doktor haben oder sowas spielen wie Torchwood. So Off-Shoot-Characters. Ja. Aber ich glaube, das kann total geil sein, wenn du das gut gestaltest. So, ja. Insgesamt. Oh, Torchwood, Yanto. Ich muss immer noch sagen, alle Torchwood-Charaktere sind Arschlöcher, but it's fucking great. Das ist so dieses, das ist alles Arschgeigen, aber es ist großartig. Gerade dafür. Yanto und Captain Jack sind schon, ja. John Barrowman hat ja sowieso viel zu viel Spaß. Das sowieso, ja. Ja. Der ist ja das auch geht. So, großartig. Großartiger Schauspieler. Der hat viel zu viel Spaß an allem und jedem eigentlich. Seite Zord, it's a poodle, ja. das war John, ne? Der andere Time Agent? Waren es Time Agents? James Marsters. Der Schauspieler, der Spike gespielt hat. Ja, oh, das war so ein Mindfuck, weil ich war die ganze Zeit so, Spike, what are you doing here? Ja, ja. What's happening? John Hart, genau so hieß er. Das Ding ist, Zum Beispiel sowas wie die Time Agents fände ich total spannend im Doctor Who-Universum zu spielen. Ja, sowas ja. wäre mega geil. Das Ding ist, das will ich selber spielen, da will ich nicht leiten. Ich habe momentan so dieses, ich würde unglaublich gern unglaublich viele Dinge spielen, aber ich bin halt einer, so in vielen Gruppen, in denen ich drin bin, halt so einer der Leiter. Deswegen freue ich mich zum Beispiel auch, weil wir gerade beide da sind, total, dass jetzt am 14. Out of the Abyss weitergeht, weil das ist eine der Runden, wo ich spiele. Das ist dann immer total schön. Ich habe bei Buffy erst nach Torchwood geguckt, war bei mir also genau andersrum. Das Ding ist, der Schauspieler ist super. Der spielt so einen gewissen Character-Type echt geil. Wenn man das so mal guckt, was er so spielt, das ist viel zu viel Spaß. I died so many years ago. Ich kann nicht singen, leider. Aber der Song war unglaublich geil aus Once More with Feeling von Buffy. Ja. Einfach mal nachsuchen, oh Gott, wie hieß der Song hier? Rest in Peace, oder Rest in Peace, glaube ich, von James Marsters, beziehungsweise Buffy einfach, dann findet ihr das. Ja, man muss eigentlich nur One-Shot-Feeling eingeben. Es ist generell, ich gucke gerade ganz langsam mit Clara, weil die hatte noch gar nicht Buffy geguckt und auch nicht Angel. Ah! Ja, eben, und wir sind jetzt gerade bei Season 4. Also wir haben jetzt gerade angefangen mit Season 4 und gucken synchron immer abwechselnd die Angel-Folgen, weil die ja so aufeinander aufbauen. Wir sind halt irgendwie 4 Folgen oder so in Buffy und Angel drin. Das ist großartig. Aber wir haben jetzt eine längere Pause gemacht, weil wir halt über Weihnachten bei unseren jeweiligen Familien waren und so. Deswegen war es jetzt eine Weile eingeschlafen und wir fangen jetzt dann in den nächsten Wochen wieder an. Das Ding ist mit Buffy, die erste... Okay, Sherlock. Okay. Warte, okay. Primer, erste Staffel. Das muss man wissen. Ansonsten... Hast du den Piloten geguckt vorher? Oh nein.
Don't. Okay. Deswegen, also es ist, ich kann es verstehen, ich aber sollte, es lohnt sich. Das Ding ist mit Buffy ist, das war eine Schuh-In-Serie, also so, das ist sozusagen so reingeschoben worden als Ersatz für eine Teen-Dramedy namens Savannah. Das heißt, die waren auf dem Budget von so einer Teen-Romance-Blag-Show und wollten eine Monster of the Week Highschool-Serie machen. Und so sieht das auch aus. Ja, also ab der zweiten Staffel kommen sie rein. Der Anfang ist anstrengend, aber es wird richtig gut. Und es hat so Perlen, wie gesagt, Once More With Feeling. Hush ist eine Hammerfolge, ohne auch noch ein Wort zu sagen. Und richtig gut, ja. Hush außerdem, ist ultra. Wenn man, und Ich dachte nur im Vorführraum mit dem Projektor und wie Buffy dann sagt, ne, so von wegen, ja, was machen wir jetzt? Und Buffy so, was zu dieser Hand geht. Ich muss immer noch sagen, befriedigendstes Ding ist immer, wenn Giles Ripper rauslässt. Für einen kurzen Moment, das ist unglaublich befriedigend. Jedes Mal, wenn er jemand auf die Schnauze gibt. Oh, ja. Das ist immer noch so auch eine von den Streamreihen, an denen ich gearbeitet habe, die für mich am traurigsten ist. Aber an diesem Punkt kriege ich die nicht wieder zusammen mit den Leuten, weil Fischi hat jetzt ein Kind, Frank ist praktisch vom Erdboden verschluckt und Dennis hat unglaublich viel zu tun. Den würde ich nicht mehr für eine Runde kriegen. Ich würde es gerne irgendwann mal recyceln und mit den Story Brackets, die wir nie live gekriegt haben, eine neue Story erzählen. Aber gleichzeitig, da hing so viel Herzblut drin, dass es mich immer noch so ein bisschen traurig macht, jedes Mal, wenn ich dran denke. Der Trailer, den du gebaut hast, der ist immer noch der absolute Mega-Hammer. Das Opening war mega geil. Da bin ich auch immer noch stolz drauf. Dieser Tage würde ich ein paar Dinge anders machen, aber das ist Zeit und Lernen. Ja. Anthony das Stewart hätte es. Das war schon ganz, ganz großes Kino, also das muss man sagen. Ja. Ich würde auch immer noch gerne, momentan bin ich halt schwer am Überlegen, das kann ich ja auch mal so. Das ist jetzt. Ich würde unglaublich gern wieder mehr Pen and Paper bei mir auf dem Kanal machen. Aktuell ist es ja nur Fog and Mirrors und ansonsten sind es nur so, sind es halt Sandboxing, was eher Behind the Scenes ist, und Morgenkaffee sind so die regelmäßigen Sachen. Und ab und zu mal sowas wie ein Brettspiel-Livestream oder jetzt der improvisierte Adventskalender-Stream, wo wir das Gepuzzle ein bisschen weiter gepuzzelt haben. Das ist übrigens fertig, das klebe ich gerade auf dem Brett. I'm screaming. Ich habe 1000 Teile. My favorite. Ich bin ein Drittel done. It's okay. It's done when it's done. Ja. Ich würde unglaublich gern irgendeine zweite Stream-Reihe einführen, weil wir starten ja jetzt demnächst Bravely Unprepared, also das Gruppenprojekt. Ich habe, glaube ich, das erstmal den Namen im Stream gesagt. Wir starten bald das Gruppenprojekt mit Clara, Sherlock, Frodo und Jules, das ja hier sozusagen bei uns im Raum richtig gefilmt wird, also eine Tischrunde, die gefilmt wird, und dann kommt jede Woche zum selben Tag, selbe Uhrzeit, kommt immer so eine 20-Minuten-Folge ungefähr. Ja, okay, wenn man hart bei Supernatural oder bei was anderem drin hängt, dann ist es natürlich schwer, noch eine andere Show, sage ich jetzt mal, mit anzuhängen. Auf jeden Fall, wie gesagt, und das wird halt alles auf seinem eigenen Kanal kommen, weil es wäre jetzt irgendwie assig, gerade wenn wir wechselnde Spieleleiter haben, für verschiedene Kampagnen, das alles bei mir drauf zu hauen. Deswegen haben wir das halt gemacht. Den hatte ich hier auch schon mal verlinkt. Den Account. Muss ich die Tage nochmal machen. Den überall reinhauen. Wo du übrigens gerade warst bei Doctor Who RP und solche Sachen. Ich habe mal angefangen mit der New World of Darkness. Mhm. Ich glaube, ein oder zwei Sessions haben wir gespielt. Das ist auch irgendwo noch bei mir am Kanal. Was zu spielen, was so ein bisschen war. Die Leute sind so in einem. Ja, ich will nicht genau sagen, wie es wirklich war, aber sowas wie. Sie entdecken, sie sind irgendwo, wo sie schon mal waren, zeitlich und sowas. So, und das war halt so ein bisschen Mystery, Dr. Who angehaucht, wie auch immer. Das Problem dabei war halt, dass irgendwie der eine generell irgendwie total die Grütze-Technik hatte. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und beim anderen hat es dann irgendwie in der Mitte abgebrochen oder sowas. Und so dann sind die Leute nicht aus dem Quark gekommen und dann ist das Ding eingeschlafen. Und irgendwann hatte ich dann gar keinen Bock mehr auf die ganze Idee. Aber ich hatte halt eine sehr coole Idee und habe halt Sachen vorbereitet und so. Und habe halt währenddessen mir ganz, ganz viele Notizen gemacht, was Leute sagen. Oh nein. Um die dann später einzubringen als von wegen so, wie hättet ihr das wissen können? Wobei die Spieler nicht wissen, warum sie es wissen, aber dann wissen sie, warum sie es gewusst haben, weißt du? So. Ja, so und dann WhatsApp.
Girl. Ah, genau, und ich hatte da einen riesen geilen Mindfuck gebaut und so und hatte da ein paar coole Ideen für. Das Gute ist, die Ideen sind ja nicht futsch. Das ist ja immer dieses, ja. Ich finde auch manchmal dann ein paar Jahre später einen guten Moment, um es wieder einzubringen, weißt du? Ja. So ist es immer. Und wie gesagt, die Idee war total geil. Ich war total motiviert darauf und so und dann. Ja, wie gesagt, also ne, es fing quasi mit der ersten Session schon an, wo dann irgendeiner dann so, ja, das und das geht nicht, ich höre euch nicht und keine Ahnung was. Und es hat sich quasi so weitergezogen. So. Mm. Und wir mussten, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir eine oder zwei Sessions gespielt haben. Ich weiß, dass wir die letzte Session, ob es jetzt die erste oder die zweite war, dann auch mittendrin halt abbrechen mussten, weil, ne, irgendeiner, ja, ich komme nicht mehr wieder rein und keine Ahnung was. Und ich so, ey, das ist mir auch nicht halt los und so. Ja, das ist halt das manchmal, schade. Da hat man einfach echt Pech mit den Leuten oder mit dem Internet und dann ist Kacke. Ich hatte ja am Anfang auch totales Kartoffel-Internet, wie häufig mir Streams in der Mitte abgebrochen sind und ich das Internet neu starten musste. Ja, genau, Grütze-Technik, laut, so heißt das professionell, ja. Ja. Ich mag das Kanal-Design, das ich selbst übertroffen. Ich habe gerade den Dings nochmal verlinkt, also den Bravely Unprepared-Channel. Da ist halt logischerweise jetzt noch gar nichts. Weil das jetzt erst die nächsten Tage und Wochen kommt. Und ich mag halt gern einen coolen Twist, ich mag halt Mindfucks und so und ja. Und das war so das zentrale Ding. Das war ja auch nichts, wo du mehr als eben, ne, diesen einen Abenteuer spielen könntest und so, sondern ja. Das war auch ein Ding, warum ich zum Beispiel Cthulhu so cool fand bei Koali meinst du? Bei Koali und so, weil er auch so was steckt dahinter und der Twist und fuck. Ich muss immer noch sagen, der Twist, dass das in dem Kopf von dem Serienkiller war echt cool. Ich mag das echt gerne. Ich fand den Twist geil, weil man denkt erst so, scheiße, ist das hier so Silent Hill Shit, weißt du? Ja. Und auch die zweite Staffel, ich fand die Twists, die er eingebaut hat, extrem cool. Ich fand's halt lustig mit Chuck Norris halt. Gott, also hier der Charakter großer Mann, fuck, Name weg. Frank. Großer Mann, fuck, Frank. Er ist halt einfach 2,80 Meter. Das ist wahr. Der Alter. So, ne? Ich erinnere mich noch damals, nochmal drauf einzugehen, auf der ersten APC habe ich zu Frank gesagt, ich würde irgendwann gerne mal eine Buffy-Runde spielen. Und ich erinnere mich noch, weil im Sitzen ist er ungefähr eine halbe Körpergröße größer als ich, lehnt er sich über mich und sagt, ich mach mit. Und ich nur so, oh, okay. Ja, ja. Nee, das war halt extrem cool und so, ja. Daran erinnere ich mich noch lebhaft. Das war, da habe ich generell so gedacht, Alter, seid ihr alle groß? Da habe ich mich echt gefühlt wie so ein Kampfzwerg. Und dabei bin ich jetzt nicht mega klein oder so. Ja, ja, aber auch ich bin irgendwie 1,88 oder so und dem Frank gehe ich halt auch vollkommen unter. Ja, der ist bestimmt 2 Meter, oder? Also, oder knapp ja, runter. Bestimmt. Der musste aber irgendwo aber in die super 90er. Toller Typ auf jeden Fall. Und so. Das war super süß, auch auf der RPC, wo er da war. Boah, wann war das? Vor 4 Jahren, 5 Jahren. Und ich muss die Anekdote erzählen, weil ich fand die echt schön und so. Und ich fand das echt super, super süß. Bin ich rumgelaufen und so. Und Frank hat gerade irgendwas geleitet. Ich glaube Savage Worlds oder so. Und ich war halt bei einem, bei dem ich mir was hab zeichnen lassen, bei einem Künstler. So, ja, und den kannte ich halt auch schon vorher und hab ein bisschen mit dem gequatscht und so. Und hab ihm halt so ein bisschen den Charakter beschrieben, den er mir dann zeichnen sollte und so. Ne, weil er immer mehr gefragt hat, okay, und wie sieht das aus, was da, was hat er an und sowas und so weiter. Und ich hatte halt mein Nerdpool-Shirt an, da stand halt dann Meister Umrin drauf und so, mit Nickname. Und dann meinte halt ein Mädel, die da neben ihm saß, die halt auch gezeichnet hat, meinte dann so zu mir, bist du der Umbreon? Ich weiß nicht, welchen du jetzt meinst. Also ich, wahrscheinlich, ne, schon. Ich kenne mich halt unter Meister Umbreon. Ja, vom Nerdpool und so und auf YouTube und so. Ich so, ja, bin ich. Also, oh, super, irgendwie, ich gucke eure Streams und so. Und ich so, ja, gibt ein paar coole Sachen und so. Und dann meint sie so, ja, und vor allen Dingen irgendwie Wechselbike bei Frank. Ich so, ja, Wechselbike bei Frank ist der Hammer. Ja, Frank kann das so gut beschreiben. Und wir beide waren dann so ein bisschen am rumnerden und am rumfanboyen, fangirlen und so. Und wie cool wirklich Frank das macht mit den ganzen Beschreibungen und das ist einfach unglaublich geile Atmosphäre, die er halt aufbauen kann damit. Und wir waren halt beide total hyped und am Ende hüpfte ich dann vor ihr quasi so rauf und runter wie so ein Gummibärchen und sie war auch so, ja, ne? Und es ist so cool. Und dann mach ich dann so, ja, ne, ich muss da mal wieder und so und ja, bin dann zurück und bin zu Frank hin und hab ihm das dann irgendwie erzählt, so, hab gesagt, so, wenn du gleich irgendwie fertig bist mit der Runde,
Meinst du, du hast irgendwie 5 Minuten? Ich glaube, du kannst irgendjemandem, könntest du echt eine Freude machen und so. Ja. Ne, weil sie auch irgendwie meinst, so, ja, ne, ich sehe auch nicht viel von der RPC, weil ich sitze die ganze Zeit hier und bin am Malen, so nach dem Motto. Ja, das tut man ja auch nicht, wenn man in der Artist-Zone ist, kriegt man eigentlich nichts mit. Ne, und fangt dann so, irgendwas Schlimmes oder so. Ich so, nee, echt was Positives, du kannst jemanden überraschen und ich glaube, sehr glücklich machen damit. Er so, ja klar, auf jeden Fall so, ne? Ich so, super. Ne, sag einfach Bescheid, wenn du gleich irgendwie mit der Runde durch bist und so und dann kommst du zu mir und dann, so. Ja, er war dann durch, kam dann zu mir und ich so, komm mal mit und hab ihm das halt, während wir da hingegangen sind, so erzählt. Und er so, nein, wirklich? Ich so, ja, doch. Und die freut sich total und ist Riesenfan und so und ist total begeistert. Und okay, und dann bin ich dann so hingegangen und Frank hat sich dann versucht, hinter mir zu verstecken, was echt lustig ist. Also er hat sich so runtergebeugt und gut, ich meine, ich bin immer noch groß und breit. Aber na, hat sich so versteckt und mir kam dann so an und sie hat es auch nicht bemerkt, bis ich dann wirklich genau auf dem Tisch stand. Und ich sag so, hi, da bin ich übrigens wieder. Und ich habe hier jemanden mitgebracht. So in ihrer Seite, Frank steht da so, hi. Und sie ist halt komplett so, oh mein Gott, vollkommen ausgerastet. Screaming. Und hat halt Sachen gezeigt, wie sie halt Charaktere gezeichnet hat aus dem Stream und so von Wechselbalk und so. Ne? Da war und er halt dann am Ende ein größerer Fanboy, ich erinnere mich da noch dran. Da war er genau, und hat halt den Kater Umbreon auch gezeichnet und so. Und ja, weil... Also, weil das gerade gefragt wird, von dem, also ich habe 2-3 Mal mit ihm über Facebook geschrieben, nachdem er, das muss man jetzt wirklich mal sagen, uns ein bisschen geghostet hat, so im Endeffekt. Weil das war ja auch, er hat sich ja bei Buffy einfach nicht mehr gemeldet. Also ich habe ja versucht, ihn immer zu erreichen. Und dann war es so, sein Computer war erst Schrott und es ging ihm dann jetzt sehr, sehr lange wohl gesundheitlich extrem kacke, von dem, was ich weiß. Und ich glaube, ihm war der ganze Internetrummel ein bisschen zu viel. Also ja, so dieses auch um seine Person. Das, ja, ihm, glaube ich, war das ein bisschen unheimlich, habe ich das Gefühl. Mhm. So dieses, und ich glaube, dann ist das einfach in so ein, so, wie soll man das, ich glaube, ihm war der Rummel einfach um ihn rum so ein bisschen zu groß, also so für ihn persönlich. Ja. Das war ihm, glaube ich, einfach zu viel. Und dann hat er, glaube ich, einfach dann irgendwann uns, sag ich mal, mehr oder minder versehentlich mitgeghostet, weil er halt, weil ihm das einfach so ein bisschen zu bunt wurde. Ja, aber auf jeden Fall no hard feelings irgendwie, der ist ein super Typ, ja, und so, ne? Der ist total, also niemand von uns ist ihm da irgendwie böse, aber ganz im Gegenteil. So, weil, das passiert. Ne? Wie gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn er mich gewarnt hätte, aber das... Ja, das ne, man hätte halt schon mal gerne nochmal was gehört oder so, aber ansonsten, wie gesagt, jederzeit gerne mit offenen Armen kommst du, wenn du möchtest, ja, finde ich auch okay. Er war ja zwischendurch ja, einmal, genau, war er ja, genau, ich, im mal Disco kurz da, und hat auch mal Hallo gesagt und so. Ja. Alles in Ordnung. Alles, und wie gesagt, in Ordnung, ich, ne? Also, ich höre ab und zu mal, wenn ich irgendwie was RP-mäßiges auf Facebook irgendwie poste, dann reagiert er manchmal drauf. Also er ist nicht tot, er ist nur nicht mehr sehr aktiv im Internet. Oder auf jeden Fall nicht bei uns, aus irgendwelchen Gründen. Wie gesagt, deswegen wahrscheinlich. Aber er ist trotzdem immer noch ein super Typ. So, ja, definitiv. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ja, nein, total nett. Ja, und an dem Tag hat er auf jeden Fall jemanden riesen Freude gemacht. Also die ist im Viereck gesprungen dabei. Ja, die war schon bei mir so begeistert und so und sagte, ja, und Rise of the Runers. Und, aber bei ihm ist sie dann vollkommen ausgerastet. Das ist auch vollkommen legitim, weil, wie gesagt, genau, ein Riesentyp ist der Frank. Ist so. Also auch mit einem Riesenherz und so. Ja. Und der kann wunderschöne Geschichten erzählen. Ja, der ist so einer von diesen, es gibt, finde ich, so natürliche Spieleleiter, die, also die da und, weißt du, die einfach extrem gut da drin sind, so Ideen zu vermitteln, weißt du, sowas, wie sie sich Szenen vorstellen, so, oder wo, die so, wie so Bilder malen können, so von weißt so du, Szenerien. Weißt du, wie er diese Buchhandlung beschrieben ja hat und so, und die Neverwhere Plaza und so, und diese ganzen Sachen. Ich habe das so bildlich vor Augen, ich habe quasi... Ne, wie es beschrieben hat, so den Geruch der Bücher in der Nase, von alten Büchern und all solche Sachen und so. Das ist einfach, ja, weiß nicht, einfach super schön. So und richtig märchenhaft. Kann man nur sagen. Ja. Echt gut. Ja, so. Jetzt machen wir die nächsten 1,5 Stunden, machen wir jetzt weiter, indem wir Frank weiter loben und so und in den Himmel heben und sagen, wie toll er doch ist. Ja. Nee, aber musste mal gesagt werden. Ja. In der Zeit wieder. Das, wie gesagt, das ist, war einfach so, der hatte von uns allen so diese, vor allem auch die Art, wie er an die Runde rangegangen ist, mit dem, er hat ja Charakterbögen geschrieben, der hat den ja einen Fragebogen genau geschickt und hat dann sozusagen alles verdeckt gemacht und denen nur gesagt, genau, sozusagen, die Spieler hatten quasi keinen eigenen Charakterbogen, sondern er hatte das, aber die Spieler haben halt so ein bisschen beschrieben, so wie sie sich ihren Charakter vorstellen und so und
Und haben halt auch gewürfelt und er hat dann quasi für sich geguckt, okay, passt das nicht, wie auch immer und so. Und Ja. damit die sich gar nicht irgendwie mit Werte oder irgendwas Dass die sich, dass rumschlagen die oder ablenken nicht mit lassen. den Regeln kämpfen mussten oder irgendwie so. Ich fand das extrem cool, weil es halt so für mich persönlich nochmal beleuchtet hat, wie stark man das Rollenspiel nach vorne schieben kann, wenn man das gerne möchte. So über die Regeln und alles, wenn man das will, sage ich mal. Man muss das ja nicht. Ich finde ja, manchmal ist das Regelzeug auch total cool. Eine gute Balance finde ich sehr, sehr nice. Aber es ist cool zu sehen. Das hast du jetzt gesagt, weil du an mich gedacht hast, ne? Nein, Weil ich. ich bin ein Mensch, ich mag sehr gerne Regeln und für mich sind klare und deutliche Regeln, also beim Rollenspiel auch sehr wichtig. Und ich fühle mich zum Beispiel unglaublich verloren bei so Sachen wie Fate. Das funktioniert für mich nicht. Das Ich Ding fühle mich da ist, hilflos und verloren. ich glaube, das ist, weil ganz, also du glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube, ganz viele gehen da falsch ran, weil ich finde, Fate hat tatsächlich Das kann ziemlich sein, ja. viele Regeln, die man halt, je nachdem, wie man die braucht, in der Gruppe stärker oder weniger stark anziehen kann. Ich glaube, man muss da mehr reingehen als eine Gruppe von Spieleleitern, die zusammen eine Geschichte erzählen. Das ist viel weniger wie klassisches Rollenspiel. Und ich glaube, Also da ich hab hängen bis sich viele jetzt auf. drei Spielleiter in Fate gespielt als Spieler Ja. und es hat nie so ganz funktioniert. So, irgendwann war ich so in der einen Gruppe, wo wir am längsten gespielt haben, dann haben wir, glaube ich, 8, 9 Sessions gespielt oder so. Da war ich so bei der vorvorletzten Session so ungefähr dabei an dem Punkt, wo ich sagte so, ja, ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr ein Gefühl dafür, wie es funktioniert. Ach nee, doch nicht. So. Keine Ahnung, das war irgendwie. Ich Ich weiß glaube, nicht. Und ich denke so, okay, und wie verbessert sich mein Charakter jetzt und so? Und ja, nee, eigentlich nicht. So. Das hat ganz viel auch damit zu Keine Ahnung. tun, wann man da rangeht. Ich glaube, wenn man sehr viele andere Systeme gespielt hat, die eher halt regellastig sind, sowas wie Pathfinder oder so, weißt du, oder auch D&D durchaus, ne? Auch wenn jetzt die neue Edition entschlackt ist. Ich glaube, dann ist es, wenn man an sowas gewöhnt ist, und das ist ja auch vollkommen okay, ist es, glaube ich, unglaublich schwer, sich auf das Konzept manchmal einzulassen, weil es halt sehr freeform ist. Wenn man eine Das Gruppe kann sein, ist, ja. zum Beispiel, weil wir sitzen auch manchmal einfach am Tisch und blödeln rum und werfen ein paar Würfel zwischendurch, weißt du? Und also gerade in meiner alten Gruppe, ne? Also in der, die ich seit ich angefangen habe, spiele, wo wir halt an dem Punkt sind, dass wir uns alle gegenseitig genug kennen, weißt du, so dass zum Beispiel der Spieleleiter uns auch einfach freie Hand lässt manchmal, weißt du? Der halt einfach sagt, ihr macht das schon, ihr wisst, wie man Play to Lose spielt, weißt du, bei euch muss ich nicht die ganze Zeit euch panisch sozusagen einfahren, sag ich mal, und immer darauf achten, dass ihr es nicht übertreibt, ne, so sowas. Ja, ich find das Lustige halt für mich bei Fate ist halt, Fate und viele Fate-Spieler sagen ja, das ist so unglaublich Player-Empowerment und sowas. Und für mich funktioniert das eben genau nicht, sondern genau andersrum. Ich fühle mich hilflos der Willkür des Spielleiters bei Fate ausgesetzt. Ich Weil ich glaube. nicht sagen kann, ja, pass auf, hier steht aber, ne, mein Feuerball macht 6W6 Schaden und so weiter und der muss ein Safe gegen uns machen. So. Ja, das ist Was zum geht noch? Beispiel was. Das hatte ich zum Beispiel genau andersrum. Ganz häufig fand ich, haben mir die Regeln literally den Spaß verdorben. Also, wo ich halt das Gefühl hatte, ich habe eine coole Idee, aber die kann ich nicht umsetzen in dem System. Weißt du? Also, selbst wenn die logisch wäre, eigentlich das System ist da so verkorkst oder hat da Regeln für, die in dieser Situation nicht funktionieren, dass man nur sagen kann, nee, geht nicht. Weißt du? Und dann war das für mich demotivierend, irgendwas zu probieren, was nicht 0815 Standard ist. Das hatte ich zum Beispiel bei Rise of the Runelords ganz viel, wo ich das Gefühl hatte, kreativ sein in Kampfsituationen ist discouraged, weil das alles nicht funktioniert. Man muss halt wie auf einem Schachbrett denken, wie bei einem Computerspiel für mich. Also das hatte ich zum Beispiel, wie gesagt, bei Rise of the Runelords ganz viel, dass mein Charakter, sobald Ja, da haben wir wir drüber geredet, ja. auf den Battle Maps waren, war mein Charakter nichts mehr als ein Meeple. Also da war es mir auch egal, ob der verreckt oder nicht. Da war ich komplett disconnected vom Rollenspiel, weil mir das so den Spaß verdorben hat. Das hatte nichts mit dir zu tun, sondern mit dem System. Ich habe später Pathfinder-Runden gespielt, wo ich das Null hatte. Das hat einfach was damit zu tun, wenn man sich da strikt so dran hält, da hatte ich einen mega Disconnect. So dieses, die, sozusagen diese Brettspiel-Tabletop-Aspekte mit dem Rollenspiel. Weil ich bin zum Beispiel ein großer Rollenspieler. Deswegen hatte ich auch sehr lange Probleme damit, in diesen Settings coole Kämpfe zu gestalten, weil mir das total schwer gefallen ist. Inzwischen habe ich mir ein paar Regeln dafür gesetzt, die ich auch in Comics und in Filmszenen, wenn ich die plane, oder halt in animierten Szenen plane, die ich mir auch dafür gesetzt habe, weil das funktioniert. Und dadurch mache ich die Kämpfe interessant. Aber früher war es halt für mich, Kämpfe waren richtig verhasst, gerade im Pathfinder. Ich habe versucht, um jeden Kampf rumzukommen, weil ich keinen Bock auf das Kampfsystem hatte. Ich habe die Zauber lieber kreativ genutzt, weil ich halt
das Gefühl hatte, die Hälfte meiner Zauber bringen mir nichts. Irgendwie. Hallo, irgend so ein Typ. Schön, dass du da bist. Ne? Ich mag strategischen Kampf auch, aber dann, ich weiß auch nicht, dann... Es ist später besser geworden, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich finde halt, das geht irgendwie gegen die Idee von Rollenspiel für mich. I don't know why. Es ist irgendwie, weil dann habe ich das Gefühl, ich spiele nicht mehr meinen Charakter, sondern ich spiele ein Brettspiel. Weißt du, oder ich spiele ein Taktik-Computerspiel. Weißt du, so dieses dann Rollenspiel ich halt nicht mehr, weil dann muss ich aus dem Charakter rausfallen, um jeden Zug zu bedenken. Weißt du, den ich mache. Und dafür muss ich mich so aus dem Charakter rauslehnen, jedes Mal. Weil ich stecke ja nicht mehr in der Haut des Charakters, sondern ich gucke zum Beispiel auf eine Battlemap. Okay, ich kann 6 Schritte gehen. Mein Zauber hat 4 Schritte, weißt du, hat 4 Felder Radius, Umfang. Ne? Oder wenn ich da lang laufe, dann kriege ich 3 Opportunity Attacks mit. Weißt du, dann denke ich nur noch so. Dann denke ich nicht, ich kann versuchen, mich hier durchzuschlängeln, aber dabei könnte ich vielleicht einen Schlag abbekommen. Sondern ich denke nur noch, das ist ein Opportunity Attack. Aber wenn ich da lang gehe, dann nicht. Weißt du, so, ich denke nicht mehr wie der Charakter, sondern ich denke nur noch wie jemand, der oben auf ein Spielbrett guckt. Und das ist halt so dieses, das geht halt für mich eher so rum. Ne? Oder wo es dann nur noch Zahlen sind. Zum Beispiel dieses, es sind 3W6 Schaden. Ne? Dann ist es für mich nicht mehr, da schleudert einer einen fetten Feuerball auf mich, sondern, oh, da kommen 3 Würfel. So. Ne, da geht für mich der Fluff total schnell verloren. Bei, zum Beispiel jetzt bei Out of the Abyss geht das zum Beispiel. Ich glaube, das hat was mit dem System zu tun. Es kann sein, dass das Pathfinder ist. Ich mag die Tiefe an Pathfinder, aber ich finde die Tiefe an Dingen, die du machen kannst. Zum Beispiel, ich liebe an Pathfinder dieses, wie viel du deinen Charakter bauen kannst, während du ihn baust. Ja, du hast ja für jede Klasse alleine hast du ja nochmal 30 Archetypen so. Ja, und du kannst frei skillen. Was immer noch, ne? Du kannst, keine Ahnung, und du kannst halt auch Barista sein, wenn du das willst. Genau. Du kannst halt auch beliebige Berufe-Punkte reinpacken. Bäcker oder sowas zum Beispiel, ja. So, und du musst nicht 3W20 würfeln und das mit Charakterpunkten ausgleichen und am Ende hast du Doppelpatzer und fällst in die Brotbackmaschine wie bei DSA oder so. Ja. Und es, ne, und wie gesagt, der Charakter denkt sich ja auch, was die beste Möglichkeit ist. Ja, aber der guckt halt nicht von oben drauf und denkt nicht in Kästchen, weißt du? Weil wenn ich zum Beispiel mit Leuten das so gemacht habe, dass der Spieleleiter in seinem Kopf grob hatte, wie die Map ist, oder die verdeckt auf dem Tablet hatte und uns hin und her geschoben hat und uns sowas gesagt wie, wo ich dann sage, ich könnte den treffen? So vom Gefühl her mit dem Zauber, dann sagt er ja oder nein. Ne? Und nicht dieses, okay, wenn ich diesen Zauber auf dem Kasten platziere, treffe ich alle. Weißt du, so. Das ist halt irgendwie so, halt die Art, wie ich die Gedanken formuliere, ist halt für mich rausreißend häufig. Inzwischen, wie gesagt, kann ich das trennen, aber halt, ich habe es halt immer noch, dass ich während Kampfszenen nicht wirklich Rollen spiele, sondern dann mache ich das nur, weil ich mich dran gewöhnt habe, nicht weil es sich natürlich anfühlt für mich. Weißt du, so. Es ist halt dieses irgendwie, ne? Wow. Was ist das denn? Nein, danke. Gut, Sir. Zack, gelöscht. Ja. So, und dann, wer war das? Sperren, ne? Ja, zum Anzeigen klicken. So. Ja, genau. Hab schon gemacht. Wunderschön, danke schön. Nö. Kein Werbespam, kein Gelöte, wollen wir nicht. Und tschüss. Get off my lawn, Punk! Ja, wie gesagt, ich präferiere halt, glaube ich, ganz persönlich Theater of the Mind, aber ich finde, Battlemaps können auch total cool sein, um sich das vorstellen zu können. Ne, so, also wie der Raum aussieht oder so. Es ist halt dieses. Ich habe da immer noch so dieses, so, ich spiele halt zum Beispiel kein Tabletop. Ne? Genau aus diesem Grund, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, das wäre nicht so richtig was für mich. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist zum Beispiel mit meiner Tischgruppe so, ne, mit denen ich ja auch Tabletop spiele schon Ewigkeiten. Bei denen ist das halt so, die haben halt zum Beispiel unglaublichen Spaß an diesem Taktieren, an dem Positionieren, an diesem. Die gehen halt dadurch wie so ein SWAT-Team so und. Ja, nein, pass auf, Umbre, das macht mir auch Spaß. Aber dann spiele ich meinen Charakter nicht mehr. Ja, klar. Du? Weil das kann ich. Das geht, das ist nicht das Problem, aber. Ne, das war jetzt auch kein, das ist falsch und meine machen es richtig oder so, sondern es sind einfach nur so unterschiedliche Ansätze und so und ne, und. Ich habe halt infinite mehr Spaß an Theater of the Mind. Also ich kann, wie gesagt, ich finde Battlemaps total schön zum Angucken, aber sobald die Männchen da draufstehen, ist es halt für mich, ja, das sind halt Männchen, ne? So,
Es ist halt so ein... Oh, das ist noch Alter. So ein... Was soll denn das heute? Löschen... Was ist hier los? Wo kommt ihr denn her? Ohne Get Famous. Also noch mehr Famous als Löffel geht ja wohl nicht mehr. Oh lol. Ja, wie gesagt, es ist halt ein komplexes Thema. Also ich glaube, es ist halt so, ich habe für mich auch noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Ich finde halt, das Erfragen macht mir mehr Spaß. Oder halt so eine Mischung, weißt du? Ich finde es halt zum Beispiel cool, eine Battlemap zu haben, aber halt an dem Punkt, wo ich mich andauernd aus dem Charakter rausbegeben muss, um zu taktiken, spiele ich ja kein Rollenspiel mehr, dann spiele ich ein Brettspiel, was mir auch Spaß macht, weil ich spiele gerne Brettspiele. Aber irgendwie klickt das nicht so für mich zusammen. Das ist irgendwie, ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, wo das für mich perfekt ineinander klickt. So. Ne, es ist so, es war für mich ein... Am Anfang halt echt krass, weil ich muss halt wirklich sagen, das habe ich gemerkt, gerade bei Bayri und Jarvis in Rise of the Runelords, sobald wir halt in den Battlemap-Mode gegangen sind, war es so, okay, die HP sind nur noch auf 3, weißt du, es war so wie so ein Expendable, weißt du? Ich hatte halt null Connection mehr zum Charakter, sobald wir wieder im Pen and Paper waren, also so in einem Rollenspiel-Aspekt, war die Connection zu dem Charakter wieder da, aber sobald wir die auf dem Battlemap haben, war es nur noch, das ist der Rogue, das ist der Ranger, das ist der Wizard, das ist dies. Es war halt so reduziert auf die Klassen und auf deren Fähigkeiten und nicht mehr, wer die als Personen waren. So ein bisschen irgendwie. Das irgendwie, ne, wie gesagt, das ist halt für mich irgendwie immer noch ein riesiger Disconnect. Es ist besser. Ich warte eigentlich die ganze Zeit, ich schaue die ganze Zeit auf den Chat und warte, dass nur ein Dritter kommt. Also wir sind ja irgendwie drei. Ja, wie gesagt, ist komplex. Ist komplex. Es wird jetzt spannend für Dragon Heist, weil ich versuche, die Kämpfe so interessant wie möglich zu gestalten, dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt, die zu handeln, sozusagen. Damit die Spieler möglichst viel... Ich war für einen kurzen Moment so. Ja. Wanna be famous, just do it. Es ist halt komplex. Ne? Es ist, wie gesagt... Es kann sein, dass das irgendwann mal weggeht oder es irgendwann mal Klick macht, aber halt ganz häufig habe ich halt, wie gesagt, dieses Problem, dass ich dann halt irgendwie, dass es für mich manchmal so gegengeht, irgendwie gefühlt. Das ist so, es fühlt sich für mich so. Ich finde, bei 5 haben sie es schon ein bisschen besser gemacht. Wie gesagt, bei Out of the Abyss zum Beispiel habe ich das Problem nicht so krass, wie ich es bei Rise of the Runelords hatte. Vielleicht, also, ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwie... Naja. Es ist komplex. Du kennst das ja auch, manchmal kann man es nicht gut erklären, warum was für einen nicht so ist. Ja. Es ist irgendwie... Man kann ja nur sagen, ja, mag ich oder mag ich eher nicht so. Ja. So. Keine Ahnung. Es ist halt irgendwie dieses, kann ich machen, fällt mir nur manchmal... Also so, ich kann es zum Beispiel auch total gut leiten, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber irgendwie als Spieler ist es halt so... So ein... Ja, irgendwie, ne, so wie gesagt, so dieses SWAT-Team-Feeling, das reißt mich halt manchmal so raus, weil manche Charaktere sind keine SWAT-Team-Members, definitiv nicht, vom Charakter. Und dann denke ich immer so, aber wenn ich die nicht wie SWAT-Team-Members spiele, habe ich eine extreme Disadvantage. Weißt du, sozusagen, wenn ich das Meta-Wissen, das ich sehe, ne, wenn ich es aus einer Vogelperspektive sehe und mit den Infos, die ich als Spieler über die anderen Charaktere habe und über mich selber... Ne, weil zum Beispiel, wenn ich die Fähigkeiten von den anderen kenne, in der ersten Runde theoretisch schon, ne, dann kann ich ja so ungefähr abschätzen, was die machen, aber wenn unsere Charaktere sich überhaupt nicht kennen, ne, und sich irgendwie das erste Mal treffen und dann, keine Ahnung, in einem Barfight verwickelt werden. Ein anderes MP, ne? Was jetzt nicht so regeldicht ist, wie auch immer, was mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, Golden Sun Stories. Oh ja. Das war mega. Warum ging das nicht weiter? Golden Sky Stories. Ihre wunderschönen Golden Sky Stories. Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es waren Terminfindungsprobleme damals. Ja, ich fand das sehr, sehr schön. Ich habe es letztens noch mal irgendwo geschaut oder so. Ja. Auch das mit dem plätschernden Regen im Hintergrund und sowas und dieses gesamte Setting und die sehr lustigen, kruden und bekloppten Charaktere. Ja. Aber lieben Charaktere auf jeden Fall. Ich fand das immer noch so cool, weil es eins der wenigen komplett pazifistischen Rollenspiele ist. Also wo die halt wirklich, wo die von es sich gibt aus... Es gibt kein Kampfsystem von sich aus. Es, irgendwie, was haben sie gesagt? So essentiell übersetzt heißt es, Kämpfen ist nicht so schön. Das ist so ein bisschen dieses... Das müssen wir natürlich ganz kurz anreißen für die Leute, die es gar nicht kennen, die zuhören.
was denn Golden Sky Stories überhaupt ist. Okay. In Golden Sky Stories spielt man in sich so japanische Naturgeister, so Tiergeister, weil es gibt ja da ganz viele Götter, die eher so wie so regionale Kleingötter sind sozusagen, ne? So ein Gott des Waldes, Gott dieses spezifischen Flusses, irgendwie so ein bisschen mehr wie Nymphen und sowas, die in den, weißt du, die zum Beispiel zu einem bestimmten Baum gehören oder so. Genau, Yokai sind Dämonen spezifisch, aber auch die. Ne? Henge. Henge heißen sie, genau. Und man spielt halt so einen Henge in einem kleinen, ja, in so einem kleinen japanischen Dorf. So richtig so rural, weißt du, da gibt's keinen. Und das spielt auch meistens eher so in den so 70ern, 80ern, also Internet eher noch nicht so, ne? Ja, und wenn du Gott des Waldes bist, dann bist du halt nicht Gott aller Wälder, sondern wirklich nur von diesem kleinen Wäldchen da bei dem, ne, ja, bei dem Fluss da an dem Dörflein und so und hast so einen kleinen Schrein. Genau, der wahrscheinlich wirklich nur so ein Stein ist oder so mit einer Aussparung drin oder so, wo die Leute vielleicht mal eine Blume reinlegen oder sowas. Vielmehr nicht. Also wirklich. Genau. Und es alles ist halt, klein, beschaulich, ruhig. Genau, und die Charaktere in sich halt anstatt, keine Ahnung, gegen Monster zu kämpfen und das Ende der Welt zu verhindern, machen die sowas wie einem kleinen Mädchen helfen, das sich mit ihrem Großvater gestritten hat, sich wieder zu vertragen. Oder es gibt Probleme in einem Laden, weil zum Beispiel ein dreister Waschbär die ganze Zeit immer wieder deren Mülltonnen umkippt. Und dann geht es darum, dass ein bisschen Einzelmännchen-mäßig, ja, genau, so in der Art, genau, würde ich, glaube ich, auch beschreiben, so für, wenn man es europäisiert so. Ja, genau. Ja, so in sich, die sind das Äquivalent zu so Heinzeln. Und die haben halt, ne, so sind halt verschiedene Tiere, haben dementsprechend verschiedene Fähigkeiten. Und es geht halt in sich einfach nur darum, den Leuten in dem Dorf zu helfen. Und es ist total süß, einfach nur. Deswegen setzt Trippy von mir, das sagst du, bis du es gespielt hast. Das hatte, glaube ich, Frodo auch. Und der fand es am Ende auch ziemlich cool. Hatte ich auch am Anfang. Ich fand es auch ein bisschen strange, aber ich hatte unglaublich Spaß dabei. Weil du halt so, fand das echt schön, so ganz andere, ganz kleine Geschichten erzählst. Weißt du? Das, ja, wir haben ja für mich auch extra noch einen Charakter quasi konvertiert. Ja. Weil ich wollte unbedingt eine kleine, wirklich winzige kleine Spinne spielen. Und die Spinnenhänge sind eigentlich relativ mächtige. Und die sind vor allem in der Erweiterung, die damals noch nicht übersetzt war. Das war genau das Problem. Und dann haben wir quasi das sozusagen runtergetont und gefreestyled im Endeffekt. Genau, und gefreestyled und haben das halt dann einmal schwächer gemacht und angepasst und ein bisschen was geguckt, okay, was ergibt Sinn so für die Idee und ja, Umrühren, willst du wirklich Stärke nur eins haben? Ja, ich bin winzig klein. Ich bin flink und kann mich gut verstecken und so, aber ich kann gar nichts. Ich kann nicht mehr den Kugelschreiber da hochheben. Aber es ist okay. Und ich mochte den Charakter. Ich mochte die anderen Charaktere auch. Da hatten wir, ich glaube, einen Fuchs hatten wir dabei mit Chris, ne? Ja, Chris war ein Fuchs. Der war so ein bisschen so der Anführertyp und so und eher so. Und so ein bisschen, der wurde halt von seiner Gottheit in sich für die erarbeitet, sozusagen den Kami, weil lokale Kami sind halt, das sind die Götter im Endeffekt. Der hat halt, und Chris' Charakter war halt einer der Henge, sozusagen, der in dessen, sag ich mal, lokal in dem Wald gelebt hat. Ne? Du ja im Endeffekt auch in dem Tempel für den, genau, Kami. Genau, ich lebte in dem Tempel quasi unter dem Gebälk und habe so ein bisschen über den Tempeleingang und den Priester gewacht, so in der Art. Genau. Das war das und habe da mein Netz gesponnen und habe damit quasi das Glück gefangen und die Geschichten gesammelt und sowas in den Fäden. Und und habe halt ja wirklich nur über diesen kleinen Tempel eigentlich gemacht. So, das war mein Aufgabenbereich. Und und Frodo hatte, glaube ich, einen Hasen. Genau, der hatte sozusagen, also es ging in der Story, wie gesagt, um ein kleines Mädchen, die sich mit ihrem Großvater gestritten hatte. Dabei ging es primär halt darum, ihre Mutter war gestorben, seitdem lebt die bei ihrem Großvater. Und natürlich konnte der Hase Reiskuchen beschwören. Das ist total zaubern. Süß gewesen, das fand ich super. Es ging halt in sich darum, die Kleine ist halt weinend in den Tempel gerannt und hat sich da halt die Augen aus dem Kopf geheult, wenn es draußen geregnet hat. Und dann haben die drei sozusagen versucht, ihr zu helfen. Sie ist halt dann im Tempel eingeschlafen. Du hattest sie, glaube ich, auf den Matten mit einer Decke sozusagen eingewickelt, sie da schlafen lassen. Genau, ich habe relativ viel von meiner Seelenmacht, Essenz, wie auch immer, gegeben, um mich dann auch am Ende in einer humanoiden Form zu manifestieren als Mensch.
und sie zu beruhigen. Gesagt, okay, genau, ne, und sie zu beruhigen und so. Und ne, sie ist dann halt auch eingeschlafen, habe sie zugedeckt und solche Sachen. Weil, ja, ich selbst dazu sonst nicht in der Lage gewesen wäre und so. Und im Prinzip diese Wunder sozusagen zu wirken mit dem Gestaltwandel, mit dem Beschwören von zum Beispiel diesen Keksen oder sowas. Da gibt man halt einen Teil seiner ja, eigenen Essenz aus und die bekommt man halt dadurch, dass Leute an einen glauben und dass Leute einen mögen. Ne? Es gibt so ein relativ elaboriertes System, was Beziehungen darstellt und Freundschaften und sowas zum Beispiel. Und ja, das ist echt schön. Also fand ich toll. Ja, es ist halt ein kleines, feines System, das ich echt einfach. Ich fand es mal was ganz anderes, als ich es gefunden habe und war sehr so excited dafür. Das Ocean's 11-Dings, was du vor 72 Jahren angekündigt hast. Das Problem ist, ich habe mich damals für die Zeit, die ich auch damals schon hatte, schwer übernommen, weil das Projekt sehr viel elaborierter war, als ich es mir am Anfang vorgestellt hatte. Weil ich hatte sozusagen so eine Art, die Spieler machen Worldbuilding. Und dann kam halt das Problem, dass einer der Leute, der mir dabei geholfen hat, offensichtlich jetzt kein Teil des Nerdpools mehr ist, das zu bauen, im Endeffekt. Ich würde das immer noch gerne machen, aber aktuell würde ich das zeitlich einfach nicht packen, neben allen Projekten. Ich habe auch immer noch unglaublich viel davon rumfliegen. Ich würde es, wie gesagt, ich fände es mal interessant, einen von den Cases, weil es waren ja alles in sich Heists sozusagen, ne? Also jedes Ding war ja so ein bisschen, waren ja entweder die Setups oder der Heist selber sozusagen. Ich fände es unglaublich cool, das vielleicht als so Side-Stories zu Waterdeep Dragon Heist zu spielen mit so Rogues oder so. Mal gucken, vielleicht irgendwann. Also ich kenne da so einen Goblin-Schurken und einen Froschmenschen-Ninja. die würde ich auch immer noch gerne nochmal spielen. zur Frage von irgendeinem Typ, hatten die alle irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Ja, hatten die. Ja. Ich glaube, bei dem Fuchs war das irgendwas mit Geschwindigkeit oder Teleportation. Der wird zu Wind oder irgendwie sowas, glaube ich, war das. Oh, ich müsste irgendwas, wovon er erzählt hatte. Aktuell nicht auf dem Computer, ich müsste nachgucken. Bei mir war es, glaube ich, ich weiß es nicht. Ne? Aber alle können sich halt in so eine Halbtier-Menschgestalt verwandeln und eine menschliche. Und halt eben ihre Hengel-Gestalt, also ihre tierische. Ja. Das auf jeden Fall gab es. Ich glaube, der Hase hatte irgendwas mit Glück noch. Der konnte irgendwie einem Menschen bei irgendwas Glück bringen oder so. Und ja, irgendwie sowas. Ich erinnere mich dunkel. Wie gesagt, aber es ist ganz weit hinten im Kopf irgendwo. Also ich kann mich auch irren und so, aber das sind irgendwie so ein bisschen Sachen, die ich meine noch im Kopf zu haben dazu. Und ich glaube, ich hatte irgendwas, wo ich Leute mit irgendwie festhalten, verlangsamen konnte oder sowas. Aber eher so, nicht, dass ich die einspinne, sondern irgendwie sowas, so Beruhigendes oder sowas, glaube ich, war das irgendwie sowas. Das kann sein. Ist es schon so lange her? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja. Und ich glaube, jeder hat dann irgendwie so seine 2, 3 Fähigkeiten plus eben die Verwandlung, so ungefähr, ja. Ansonsten hast du halt 4 Attribute und das war's eigentlich schon. Also der Charakterbogen ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr riesig. Ja. Genau, und ungefähr die Hälfte des Charakterbogens unten oder ein Drittel so sind dann die Beziehungen zu den anderen Leuten und wen kennt man im Dorf und ja, wer mag einen. Das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr geil, weil die haben halt dieses... Für wen ist man wichtig? Genau, und die Beziehungen waren aber nicht also sozusagen von beiden Seiten gleich, sondern du konntest zum Beispiel mit jemandem eine Rivalität haben und der konnte dich total lieb haben und sowas. Genau, also oder du kannst dir als Aufgabe gemacht haben, zum Beispiel irgendwie den Tempel zu beschützen und so, aber derjenige weiß gar nicht, dass er die ganze Zeit beschützt wird von dir. Und der ist dann für dich super wichtig, aber du bist für den nicht wichtig, weil er es nicht weiß. Aber du halt immer über ihn wachst und immer da bist, um ihn zu beschützen. Sowas zum Beispiel. Wobei in dem Fall der Priester das wusste. So, glaube ich. Ist echt lange her. Aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Beim Würfel war echt schön. Ja, ich würde es, wie gesagt, auch echt gerne immer noch nochmal weiterspielen, sag ich jetzt mal drauf. Gibt's ja auch, stand da irgendwie im Buch, glaube ich, drin, ein Feel-Good-Rollenspiel oder sowas? Oh Gott, ich müsste es nochmal nachgucken. Ich müsste es echt nachgucken, es ist schon so lange her, Hilfe.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber. It's been so long. Meine Güte. Tja. Sachen gibt's. So. Aber wie gesagt, das ist sehr schön an dem Hobby. Es ist so vielfältig. Klar muss man nicht alles mögen. Klar muss man nicht alles mal probiert haben. Aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. So, und man hat eigentlich nie den Horizont erreicht dabei, sondern nee, da kommt einer um die Ecke und sagt, ey, pass mal auf, hier, XY, kennst du das schon? Nee, noch nie von gehört. Okay. Ne? Dann lass doch mal machen, so ein bisschen, ja. Ja. Ne? Und es gibt halt nun mal nichts, was es nicht gibt. Ja, das ist wahr. Ah, jetzt bin ich so richtig auch in so einer erzählen Märchen und Onkelstimmung so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Ne? Vor allem auch, weil es jetzt schon ein bisschen später wird. Ich kann leider auch nicht mehr so lange, weil ich morgen früh raus muss. Aber das wäre halt auch was ich nochmal schön fände. Ich würde generell gern, wie gesagt, ich überlege halt gerade, ob ich was länger laufendes machen will oder ob ich eher so One-Shot-Zeug machen möchte. Ich könnte mir halt auch sowas wie Golden Sky Stories gut vorstellen, weil das kann man schön im kleinen Rahmen halten. Die Stories sind nicht so super komplex, aber dafür halt einfach sehr atmosphärisch. Hm. Wie gesagt, so dieses, ich glaube, am besten habe ich es mal beschrieben mit, das ist so ein Ghibli-Feeling. Halt so diese kleinen Geschichten in Ghibli, nicht dieses riesig große, sondern eher sowas wie My Neighbor Totoro. So dieses, diese kleinen Geschichten über zwei Kinder, die einen Naturgeist treffen, halt einen sehr, so, der eher wie so ein wildes Tier ist, so ein bisschen. So dieses Feeling halt irgendwie, dieses so Kleinstadtmäßige. Also so nicht mal Kleinstadt, dieses Dorf, so wie gesagt, so japanisches Dorf. Das finde ich halt einfach sehr, sehr schön. Oder halt eben auch so diese, wie gesagt, diese kleinen Szenen in Filmen wie Chihiro oder Howl's Moving Castle. So diese ganzen, ich muss an diese Rußgeisterchen oder sowas zum Beispiel da denken. Weißt du, ne? Diese kleinen, genau, die so ein bisschen aussehen wie so kleine Spinnchen und so. Das hatte ich auch so ein bisschen im Kopf gehabt, so für meinen Charakter so. Ja, definitiv. Also diese kleinen wuselnden Partikelgeister und so. Definitiv, ja. Ach, schön. Ach ja. Ach ja. Jetzt alle so in so einer leicht mellow, runtergefahrenen Stimmung. Ach ja. Ich find's gut, wie wir beide so Gedanken verloren im Stream. Ja, das ist super. Ja. Ja, wie gesagt, sowas wäre auch mal wieder schön. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich würde gerne dieses Jahr einfach wieder mehr Pen and Paper auf den Kanal bringen. Vielleicht auch so, wie gesagt, so kurzlaufende Sachen, halt sowas, was so zwei, drei Abende ist. Das Ding ist halt eben immer, es ist immer so schwierig, das ist halt auch bei Golden Sky Stories passiert, die Leute dann für eine zweite Runde zusammenzukriegen, im Endeffekt. Das war halt immer total schade. Zum Beispiel die Golden Sky Stories, die Sache ist halt schon viel zu lange her. So dieses, habe ich das Gefühl. Irgendwie, wo ich dann immer nicht weiß, ob ich die Leute nochmal anschreiben soll, weißt du, weil es halt schon so ewig her ist. Ja, sowas habe ich manchmal. Ne? Und das ist dann halt schwierig. Ich würde halt, wie gesagt, gerne irgendwas mal wieder machen. Oder ja, was wir halt auch mal so angefangen hatten zu planen, was dann nichts geworden ist. Oh ja, die Western-Runde. Western Postapokalypse. Und ich fand das, dieses Brainstorming, was wir hatten, fand ich ziemlich cool dazu und so. Und ja, das war generell für mich so. Das Problem war aber, ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen wieder übernommen, weil wir direkt irgendwie eine Kampagne oder irgendwas machen wollten. Man hätte einfach nur mal gucken sollen, okay, lass mal ein, zwei Mal spielen und dann einfach mal erstmal schauen. So. Aber dann hätte man was gehabt. Es war halt, glaube ich, dieses, ich glaube, was ich das Problem, daran erinnere ich mich auch noch hatte, der Charakter war total cool, aber ich habe mit dem, ich wusste nicht so richtig, wie ich den spielen sollte, weißt du, der hat nicht so richtig geklickt auf der Rollenspielebene. Ich hatte ja später einen zweiten geplant, aber dann sind wir irgendwie nicht mehr zusammengekommen alle, um es dann zu machen im Endeffekt. Weil ich erinnere mich auch noch, ich hatte so Artwork dafür gemacht, da erinnere ich mich noch dran. Ich muss gucken, ob ich das noch habe. Ich erinnere mich so ganz dunkel, hatten wir hier nicht auch so eine, wie hieß denn das, Birds of Prey, ne? Ja, ja, ja. Warte. Oh,
mit Chris Charakter, der, wie war das, irgendwie dein ehemaliger Partner war oder irgendwie sowas? Nee, der war ein ehemaliger, oder der war mal in einer Gang. Und ich ja, aber der hatte auf jeden Fall das genetische Muster, dass er diese Lagerhalle öffnen konnte, genau. Deswegen. Also der, weil aber war, der wusste ja, und du warst da drin. Ich war praktisch wie ein Synth aus Fallout. Ich war halt eine Support-Einheit für die Polizei, so für die Leute, so zur Übersicht. Als Android. Ja, genau, als Android. Und weil die Welt sozusagen ist halt zerstört worden. Genau, so Fallout-Western-Setting. So genau, es war so ein Fallout-Western-Setting, also, aber in Europa, was ich sehr cool fand. Ich such's gerade, weil ich weiß, dass wir eine... Genau, System war Gamma Slayer. Genau, Gamma Slayer, oh, da habe ich ja einen Knall gekriegt mit den unbewaffneten Regeln, ne? Das war ja. So, boy. Schlagstock macht denselben Schaden wie unbewaffneter Kampf. Nirgendwo. Wo steht, wie ein unbewaffneter Kampf funktioniert, ja. Ah, da bin ich fast ausgerastet. Hart getriggert. Und dann habe ich es gefunden. In der Fantasy-Variante davon stand es beschrieben. Ja. Nein, da stand es auch nicht drin. Das war ja nicht? Das Ding. Und okay. Da haben sich Leute drüber beschwert und er hat gesagt, ups, das habe ich vergessen. Und dann war es drin im Teaser für das Sci-Fi-Ding. Ja, oder so, ja. Boah, ich könnte schreien. Da habe ich ja gedacht. Stimmt, da habe ich auf jeden Fall gefunden, ja, genau. Weil er jetzt überall rausgekopiepastet, aber da habe ich geschrien. Da habe ich den ganzen. Ich glaube, ihr habt mich noch nie so wütend erlebt, während ich das gegoogelt habe. Ich war so, das kann nicht wahr sein. Ich bin fast ausgerastet. Sehr lange, sehr laute Aufregung. ich war so aggro. Ich meine aber, ich habe es nämlich aktuell als Bettlektüre, beziehungsweise irgendwo neben dem Bett liegen. Ich habe in Dungeon Slayers, also in der Fantasy-Variante, irgendwo was dazu gelesen, zu unbewaffnetem Kampf, aber nicht da, wo man es erwarten würde, sondern irgendwo. Da habe ich vor einem Monat so einen kleinen Absatz, es ist in diesem Buch drin, aber nicht sinnvoll verpackt und nicht sinnvoll erkenntlich und... Ich sag ja, ich krieg Kriegsflashbacks nur vom drüber nachdenken. Und ich meine, ansonsten ist das echt ein gutes System im Sinne von, es ist sehr leicht zugänglich. Es ist streamlined. Das PDF ist vollkommen kostenlos. Ja. Es ist natürlich nicht total krass irgendwie ausgearbeitet und so weiter, aber es erfüllt seinen Zweck, finde ich, sehr gut. Als das, ein damit machen will. Einsteigersystem zum Beispiel auch sehr gut. Weil, wie gesagt, erstens, du kannst es kostenlos kriegen, du brauchst also kein 50-Euro-Buch. Ja. Es ist nicht super überladen, die Fantasy-Variante ist ziemlich generische Fantasy, da kann sich so ziemlich jeder irgendwie reinversetzen, der mal Herr der Ringe oder irgendwas gesehen hat. Also da braucht man nicht, was weiß ich, ne? Ja. Irgendwie sich krass einlesen über irgendwelche Lore oder so. Das Würfelsystem ist total simpel, es ist ein W20 und du musst quasi, du darfst nicht über deinen Wert würfeln, aber so hoch wie möglich. Bumm. So. Ne? Ja, also hoch es war nicht überkomplex, es war so genau genug sozusagen. Genau, und Angriff und Schaden ist auch alles ein einziger Wurf. Du machst einen W20-Wurf und der bestimmt, ob du triffst und wenn du getroffen hast, wie viel Schaden du machst, hast fertig. Ja, es war ziemlich easy, simpel, entspannt, das war echt schön. Ich such's gerade. Ich meine, ich habe doch damals dafür Artwork gemacht, aber ich kann es nicht finden. Hast du ja? Ich weiß, du hast was skizziert bezüglich einer... eines Charakters, der dann nicht mehr dabei war, das weiß ich noch. Genau, was so ein bisschen so Weltkriegssanitäterin-mäßig so ungefähr war, so also halb Nonne-Sanitäterin so in der Art, genau. Ne? So. Ja. Dann, wie gesagt, Chris' Charakter war halt so... das Songbirds hieß es. Es ist Songbirds. Moment. Ja. Stimmt, weil die hießen auch alle hier wie Vögel und so. Ja, das Ding Nightingale ist... Nightingale und... Da ist kein Artwork drin. Umrin hat Chris der Gruppe hinzugefügt. Preludium 17 Uhr, genau, da hat... Ich weiß, dass du aber irgendwas auf jeden Fall schon skizziert hattest. Ja. Also ich erinnere mich an dieses Krankenschwester-mäßige oder so, wo du irgendwie gesagt hast, hier, guck mal. Genau, das hatte ich dir vielleicht geschickt. Oh Gott, kann man irgendwie bei Leuten... oh Gott. Forever Lost. Nein, ich weiß, dass ich es unten auf dem Computer habe, aber halt hier nicht. Und ich würde auch gerne mal 1-6 Freunde leiten. Ja, 1-6 Freunde ist auch great. Ich sehe gerade die ganzen alten Little Fears Sachen, Pocket Mirrors. Oh, Little Fears war auch richtig toll. Ja, das war auch schön. Boah, war das gut. Zum Teufel ist das, okay, das ist das. Es ist immer so dieser spannende Moment, wenn man Sachen raussucht und sich so denkt, was zum Teufel ist das alles? Das ist so schlimm, es gibt so viele geile Sachen, wo ich mitgespielt habe, wo ich mir immer so denke, so, und das hast du selber gemacht? Nichts.
So, weil, keine Ahnung, die geilsten Sachen, woran ich mich erinnern habe, da war ich nur Spieler. So. Na. Ich suche jetzt mal. Gamma Slayer Setting Intro Songbirds. Da springe ich Genau. mal hin. Oh, hier, Six Shot Revolver, bla, Playlist Songs. Ich habe das Lied irgendwie immer noch im Schädel und so und ein Six Shooter. Warte, wie ging der Song? Fuck! Ich weiß auch das Bild noch so und von dem Video auf YouTube und so. Du hast da ganz Playlisten rausgesucht für und so. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich suche gerade Holy rum. moly. Da haben wir über irgendwas anderes gebubbelt. Ich bin gerade. Ich gucke halt gerade, ob ich das Artwork finde. Ah, das ist so lange her. Ja, Da haben wir über ja. irgendwas anderes Yes, gebubbelt. yes. Oh, wo ist es denn? Da. Oh, da sind die Artworks für unsere Runde mit Sherlock. Jetzt bin ich sad. Oh ja, hier, ne, damals in Bexen oder was? Ne, mit den beiden Tieflingen. Oh Gott, die beiden Tieflinge, das Artwork ist auch so gut. Da bin ich immer noch sad, dass das Und nicht die sind so weitergeht. schnuffig, die beiden, Da ne? sind die ganzen Raven Queen Sachen. Die sind so schnuffig gewesen, die beiden. Ich flick dich wieder zusammen, okay? Ja. Oh, ich hab's gefunden! Onii-chan! Ich hab's gefunden! Okay, Holala! okay. Wupp, wupp, wupp. Took a while. Far too long. Oh Gott, es lädt. Original anzeigen. Ja, ich möchte gerne. Lebt das noch? Ja. Ich schick's. Lebt das Ich noch? schick dir jetzt nochmal den Link und dann zeige ich es den Zuschauern. Da. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Die finde ich immer noch mega geil, by the way. Oh Die ja, auch mit der Knarre Robin-Einheit, sag dabei ich und sie. so. Ja. Ja. Da, das war das Artwork, das ich für Lisa gemacht habe damals, die eine Freundin von Mad Monkey Squad ist und auch von uns. Sie sollte eigentlich unseren Medic sozusagen spielen, im Endeffekt. Da hatte ich halt angefangen, so Artwork dafür zu machen. Ach ja. Das war alles echt cool. Oh my. Ah, good times. Das ist immer noch mega schade. Ich mag auch das Artwork Genau, stimmt, total. die war auch ein Nano, ne? Ja, wir waren beide Nanos. Sie war Ja. eine Naturkatastrophen-Response-Unit und ich war halt von der Polizei. Ja, genau. Ich habe ja auch echt, weil ich wollte so einen Genau, du warst so Detektivcharakter. Riot Control, warst du so Ja, genau, ich war ursprünglich. Riot. Ich muss mal gucken, weil ich habe unter Garantie noch seine Notes, wie er hieß. Gib mir mal eine Sekunde. Jetzt kriege ich gerade War-Flashbacks. Ich würde das echt gerne immer noch spielen. Das war so cool. Ich weiß noch nicht mehr, wie er hieß. Songbirds. Ah, doch, 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 doch. Die Nightingale. Calum Mercer hieß er. Die Ja, Calum wegen Matthew Unit. Mercer und. Crisis Aversion and Law Enforcement Unit aus der M-Reihe. Ja, Deswegen oh, Calum. es klingt jetzt schon wieder so geil. Das war so cool. Und sie war eine Robin-Unit. Ich weiß noch nicht mehr, Ja, wofür ja. Robin stand. Ich muss das gleich mal raussuchen. Wartet. Auf jeden Fall, er war Rescue. Warte mal, warte mal, warte mal. Rescue Operative. Gamma Slayer Setting Info Songbirds. Das ist bestimmt bei, kann ich sehen. Wie sah der Hast Untergang aus? Nee, das hattest du du uns Texte für geschrieben. euch? Ich habe halt noch die Notizen zu Calum. Moment. Songbirds. Vor allen Dingen, da saßen wir auch wirklich mit Chris Löffel. Ich saßen wir irgendwie nächtelang und haben uns die Nächte um die Ohren gehauen bis morgens um 4 und haben quasi die gesamte Gebrainstormt. Vorgeschichte und alles irgendwie gebrainstormt und Genau. es war einfach nur gut. Es war Genau, einfach wir haben nur gut. gespielt in der Isbo-Enklave in Midland. Und genau, und Chris' Charakter war ein Mitglied der ein ehemaliges Mitglied der Toxic Raiders. Das war das. Genau, von der Gang da, ja, genau. Genau. Und er ist dann sozusagen in den Bunker sozusagen reingeschneit, sag ich jetzt mal doof gesagt, in dem ich drin war. Ja, in diese Lagerhalle Wie hieß quasi, diese der? verbunkerte, ja. Genau, und sein Vorfahr oder so, sein Dad oder was war das, wo Ja. du der Partner ursprünglich warst? Und Ja. deswegen konnte er das Ding öffnen, weil es hat halt so ein genetisches Schloss quasi gehabt. Und er war halt so ähnlich, Ah, dass ich das hab's. Ding dann aufgegangen ist, Ich hab's deswegen. gefunden. Lisas Charakter war eine Robin-Unit, eine Rescue Operation and Battle Infantry Unit. Die war Ja, sozusagen. genau. Die schießt auch Leute frei aus dem Krisengebiet und so. Ja.
Oh, ich hätte immer noch mega Bock, die Runde zu spielen. Das Ding ist, wir könnten wahrscheinlich Clara einfach den Robin-Charakter geben und die wird sofort sagen, let's go. sagt er sofort. weil das ist so ihr Charakter. Ich sehe den und denke so, wenn du den Clara gibst, sagst du, geil, den spiele ich. Ja. Ne? Also genau, Robin-Charakter war halt so Field-Medic, aber halt so wirklich so... Praktisch ja, Mercy, nur angry. So genau, mit einer Battle-Ability sozusagen. Ich habe meinen Namen gehört. Sie hat, oh mein Gott, hat sie ihren Namen durch die... Hast du deinen Namen durch die Wand gehört? Das ist what's happening here. Hi. Wir reden gerade über eine alte Runde, die nicht zustande gekommen ist und einen der Charaktere von der Spielerin, die leider aussteigen musste, wo das hier das Artwork ist, falls du es sehen kannst. Nein. Das wäre jetzt funny gewesen. Von mir will eine Gamma Slayer Zone starten, bin echt gespannt drauf. Ja, wie gesagt, wir haben da sehr viel zu gebrainstormen, echt richtig Böcke drauf und so und dann irgendwie... ja, kann ich. Clara, findest du den Charakter hübsch? wenn ich ihr von dem Charakter erzähle, ist sie wahrscheinlich sofort so, yes. Gib mir. Ja. Ich spiele immer mit, außer es ist Horror, das ist wahr. Na, Horror ist nicht wirklich, nee. Is she a redhead? Yes, she was planned as a redhead. Ja, ja, ja. Sie war praktisch geplant als so eine Art, sozusagen, also ihr Name, sie ist ein Cyborg, was man so in der weiten Rauszoomreihe nicht so gut sehen kann, aber sie hat halt diese ganzen Lines von den Platten sozusagen, aus denen ihre Arme und so zusammengesetzt sind. Gimme. Cyborg ist sie nicht, sie ist Android. Cyborg wäre ja mit den Komponenten. Stimmt. Sie war eine Robin-Unit, also eine Rescue Operation and Battle Infantry Unit. Also sie war so zwischen Medic und sozusagen so, sag ich mal, so Verteidigungsnahkampf und zum Teil auch aggressiver Nahkampf, wenn es musste. Und halt mit Knarren und so, deswegen hat sie auch eine Knarre in der Hand. Und das Ganze war so ein bisschen Western angehaucht in so einem Fallout-Setting. Genau, so Western Postapokalypse. Ich finde es gut, dass wir das jetzt gerade live hier drin Clara verkaufen. so dieses ja, so. Er kann sie nicht Nein sagen. Finde ich gut, so muss das doch, dachte ich. Oh yeah. And she has a gun. She's a redhead and has a gun, no problem. tja, Chris, falls du zuhörst. I think you're fucked. Miael. Ja. No. no. ich weiß gerade nicht, worauf sie das No bezieht, aber. Wie gesagt, das war damals eine Runde, die wir geplant hatten und ich finde immer noch, das Artwork von ihr ist mega cool. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe irgendwo auch noch die ersten so Buddy-Sketches von den beiden anderen rumfliegen ohne Klamotten, also wo ich nur so die Proportionen festgelegt hatte. Ich mag immer noch. Chris Tucker war halt so ein richtig, richtig abgeranzter Typ, der so. Von deinem so, ja, übrigens, wir sind ja jetzt Partner und wir machen, ne, wir setzen jetzt das Gesetz durch. Und er so, nee. und du so, doch, ist so. Ich weiß gar nicht mehr, hab ich ihn nicht Marshall genannt oder so, weil oder irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr, was ich ihn genannt habe. Ich muss nochmal gucken, weil er war ja sozusagen der lang entfernte Nachfahre meines alten Partners. Ja. Und deswegen war halt mein Charakter so. Genau, und zur Erklärung, warum du in der Lagerhalle warst, war halt, die Nanos, also diese Androiden, die sind halt immer fortschrittlicher geworden und so und sehr viele gefährliche Sachen, wie eben, ne, diese ganze Police Riot-Sache und eben hier Leute aus Krisenzonen rauszuholen und zu versorgen und sowas, haben halt Nanos übernommen und irgendwann haben die halt damit angefangen, die wurden halt entsprechend immer intelligenter weiterentwickelt, halt, ja, nicht mehr einfach nur Geräte zu sein, so wie das halt typischerweise häufig ist in Science-Fiction und so, sondern ein gewisses Bewusstsein zu haben, was allerdings, ne, das sind so die Anfänge, also nicht alle hatten das und so, aber das wurde halt quasi als Fehler in der Programmierung bezeichnet und so und die wurden dann abgeschaltet und stillgelegt, bei denen man das diagnostiziert hat, in riesigen Lagerhallen, ja. Um die irgendwann halt, ja, entsprechend wieder umzupolen, entsprechend wieder Airquotes richtig zu machen. Ja. So. Und dann ist halt quasi der nukleare Krieg ausgebrochen und die waren noch da drin und waren dann halt verschüttet. So zumindest diese, ne, wie gesagt, als Lagerhalle müsst ihr euch vorstellen, wie so ein halber Bunkerkomplex und so, damit die da auch nicht raus können, sollten die durch irgendwas aktiviert werden. Und das war halt ein Genschloss, das heißt, du legst die Hand drauf und das analysiert deine Genstruktur und nur damit kommt man da rein. Und Chris' Charakter war halt, wie gesagt, so ein Scrapper halt, also so ein
Gang-Typ, der halt irgendwie, ja, ich suche hier Vorräte und Munition und keine Ahnung was und so im Ödland. Und ist da halt drauf gestoßen und hat mehr oder weniger zufällig das Ding geöffnet. Und 99% von denen waren halt zerstört, weil das Ding eingebrochen ist und sowas, ne? Weil, wie gesagt, Bomben drauf fallen und sowas. Aber irgendwo in der Dunkelheit sind dann zwei Augen angegangen, leuchtend. Und ja, das war in dem Fall von dem ursprünglichen Konzept dann Charlies Charakter, der dann Ja. Chris' Charakter wiedererkannt hat oder zumindest einen Teil davon wiedererkannt hat als seinen ehemaligen Partner, weil er halt früher einen menschlichen Partner hat und die beide zusammen halt so, ja, so Sheriff und Deputy-mäßig für Recht und Ordnung gesorgt haben. Ja, und die Idee war halt dann eben, dass sie auch dazu kommt, dass ich glaube, die Opening-Szene war so gedacht, so dieses, dass sie die beiden ausgräbt, sozusagen, dass sie so einen Coup gestartet hat. Das haben wir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das Opening für die Live-Runde sollte so sein, dass sie den Berg hochgeht und mit der Schippe dann so, weißt du, die so in den Boden rammen, weil die natürlich andauernd in Probleme geraten. So dieses klassische, weil wir halt so dieses Ding hatten, so ein bisschen mit diesem. Und sie hieß Robin wegen Red Robin, also wegen dem Rotkehlchen. Und wir hießen Hawk und Nightingale halt im Endeffekt, dass das halt so sozusagen Stimmt, das der eine Sounddesign war auch ist. irgendwie eher Sniper und der andere, glaube ich, Pistolenschütze oder Sein sowas. Ne? Also, Charakter war ein Sniper und mein Charakter war so ein genau. richtiger Pistolero Ganzlinger sozusagen. halt, so zieht schneller als ein Schatten, so mäßig. Also, Genau, das war so ein bisschen ja, der Plan. Kutsch, keine Ahnung. Ja, und sie waren Medic, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Tech heißen die da. Also Tech ist alles, was so Wissenschaftler, Techniker, Mediziner. Also es gibt im Prinzip gibt es drei Klassen. Es gibt den Soldier, das ist halt alles, was direkt kämpfend ist. Ich glaube, das war dann Christian. Ne, es gibt vier. Genau, es gibt Soldier, es gibt sowas Ranger-mäßiges, also wo du so alles mögliche Schurken-mäßiges bauen kannst und so. Es gab den so einen Und Tech-Type gab es. genau, und Tech ist halt alles, was Und da konntest du Technik, so Medizin, Biomancy und solche Scheiß machen, Wissenschaftler, ja. genau, Psyker war das vierte halt, Psioniker. Genau, Psioniker war das letzte, ja. Genau. Wobei Nanos halt nie Psioniker sein können, weil ja keine biologischen Komponenten und so, aber ja. Ah, geil. Was? Ah, Chris! Komm her! Ich find's gut, dass du so. Ah! Komm her! Komm mal fuck her. Komm bei Fuß. Ist direkt verhaftet. Und er ist nur so, what did I do? Kriegst du eine halbe Herzattacke? Ja, hast halt, wie gesagt, so dieses typische Fallout-mäßige, also irgendwelche mutierten Viecher, du hast halt Gang-Typen und so. Ja, sowas wie Zombies gibt's auch, aber jetzt nicht irgendwie. Es ist nicht Horror, sondern es ist halt eher so, ne? Das sind halt. Fallout-mäßig halt, ne? Fallout-mäßig, ja, genau, ne? Oder irgendwelche Maschinen, ja, nach dem Motto, ne? Lauf hier rum und schieß auf alles, was ist und so. Sowas gibt's halt so typischerweise als Gegner. Wie gesagt, also Fallout beschreibt schon sehr gut, so Postapokalypse. Ich fand Wie Fallout gesagt, war da das. sehr, sehr dicht dran. Also es war so halt nur ein Ja. bisschen anders. Es gab halt auch diese, halt die Untoten im Sinne von wie in Fallout, also so halt Genau, so die Ghule langsame in Runde, Fallout so heißen Ghule, sie. genau. So Ghule waren sie ja im Genau, Endeffekt die auch. kannst du halt hier auch Ursprünglich war spielen. Calum war auch ein Ghule ursprünglich. Ich weiß nicht, ob Clara jetzt schon mit dem Hund raus ist. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mit ihr mitzugehen. Ups. Weil wir jetzt schon echt lange machen. Also, da ihr merkt, es ist gerade sehr viel Excitement aufgekommen. Maybe we're gonna revive this? Maybe. Maybe. Wink, wink. Ich glaube, Sherlock ist gerade Ich mega meine, wenn da excited. irgendjemand eventuell Interesse hätte, das vielleicht ist das eben oder sowas. Was? Ich fange mal an, ganz so. Könntet ihr mich jetzt sehen? Könntet ihr sehen, wie ich so subtle aus meiner Tasse trinke? So diese so. Wie? Löffel macht mir erstmal eine Discord-Gruppe, speist Chris rein und schreit ihn dabei an. Der spielt gerade. Das Ding ist, ich muss jetzt gleich mit dem Mund raus. Du kannst ihn aber unauffällig anschreiben und fragen, ob er noch Zeitkompetenzen hat. Jetzt, wo der. Jetzt, wo er ja auch an Ich anderen glaube, Stellen busy ist, aber das ist. der lünscht mich. Ja, weil der schon sehr viele Runden hat. Es kann sein, dass er Nein Ja. sagt. Ansonsten müssen wir jetzt Sherlock rekrutieren, weil der schreit gerade schon im Chat. Ich weiß nicht, ob der damit spielen will. Das Wer? ist. Sherlock oder Chris? Sherlock, ich glaube, das ist nichts für dich, oder? That's my Der shit. rotiert doch schon. Der rotiert.
und hyperventiliert. Ne, und das Ganze ist halt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen so westernmäßig geworden, ne? Also sprich, du hast so die Lone Rangers, die durch die Gegend ziehen und so. Also das hebt es halt so ein bisschen noch von Fallout ab und so. Das ist halt eher noch diesen Style, dieses Feel hat so. Ja, definitiv. Ja, genau, Fallout New Vegas so ein bisschen, ja, genau. Ich hätte es halt immer auch noch mega geil gefunden, das wirklich so ein bisschen Detective-mäßig aufzuziehen. So mit diesem ganzen... Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das hier dieser Dings hier von Mad Monkey's World dabei war. Was? Aber, ja, das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Lisa von... Du meinst, dass Lisa dabei war? Ja, weil sie relativ früh ausgeschieden ist, weil sie dann wusste, dass sie in einer anderen Stadt studiert und nicht mehr wusste, wie sie noch Zeit hat. Stimmt, Alter. Wie lange ist das her? Das ist. Alter, ich hatte doch die Gruppe wiedergefunden. Jesus, jetzt habe ich es gerade. Ja, so ein Headspin irgendwie. Songbirds. Die Gruppe haben wir erstellt. Zwei Jahre her. Oh Gott, oder so. Ja, das ist am 22. Locker. Oktober 2017. Da haben wir die Gruppe erstellt, aber da war Lisa schon nicht mehr dabei. Das war, wo wir gepräludet haben. Das also heißt, zweieinhalb Jahre schon. Ja, das ist zweieinhalb Jahre her. Ich würde die Playboy Spencer. Voll und Julia sein Playboy Spencer. Ich kann schon sehen. Alter! Ja, genau, wie gesagt, also das Regelwerk, weil jemand meinte, ich schaue gerade ins Regelwerk, gibt es zum Beispiel auch kostenlos als PDF auf der Herstellerseite, ne? Wenn ihr nach so Gamma Slayers findet ihr das. Das ist kein Problem. Ja. Das Buch kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Das kostet irgendwie knapp 20 Euro oder sowas. Ja. Also kann man sehr gut machen. Aber wie gesagt, selbst wenn man sagt, nö, ich will einfach nur reinschauen, wie gesagt, PDF gibt es kostenlos. Dann, was ich cool finde bei den Spielen mit der Slay Engine, also Gamma Slayers, Dungeon Slayers und so weiter, gibt es halt auch One-Page-Abenteuer, das heißt so One-Page-Dungeons und sowas. Es gibt halt relativ viele Abenteuer, die halt auf eine einzige Seite passen, wo halt so ein kleiner Auftrag drauf ist mit einer Karte und so ein Stuff und so. Und ja, also da gibt es sehr viele coole Sachen. Auf jeden Fall nicht sehr bekanntes, aber ich mag es als kleines System. Also wenn ich jetzt weil ich spontan was leiten würde, vielleicht auch irgendwie für Jugendliche oder sowas oder Kids, dann würde ich wahrscheinlich in so eine Richtung gehen, also Gamma Slayers bzw. Dungeon Slayers oder sowas. Ja. Weil, ja. Nur wenn man so sagt, okay, wir haben Leute, die haben also gar keine Ahnung vom RP und ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt ein paar Leute echt angefeuert, umbringen, jetzt müssen wir es leider durchziehen. Also nee, keine Ankündigung. So nicht. Entschuldigung. We look for it. And stuff. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Optimism. Yes. Ne, also wir planen auch, also möchte ich prinzipiell voraussagen, wenn dann auch nicht irgendwie eine riesen Kampagne, sondern wir schauen mal, wir spielen zwei Sessions oder so und gucken dann mal, wie es ist, weil ne, ich möchte mich da auch nicht selbst irgendwie zu sehr unter Druck sitzen, committen, was weiß ich, ja, zu viel vorausplanen und dann am Ende überschlägt sich's oder so. Deswegen, wir schauen mal und so, wie es läuft und ob die Leute noch Bock haben und wie es so aussieht und ja. Optimism, Umbringen, Optimism. Yes. Yes. Na, aber ja, alte Schätze aus dem Giftschrank rausgefühlt. Ja. Februar wird auch wirklich alt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich meine, das ist jetzt zweieinhalb Jahre gelegen. Das kann jetzt noch ein halbes Jahr reifen. Das ist jetzt nicht, dass es morgen starten muss. Oder so, ne? Also, ja. Aber wir haben Zeug auf Halde. Wir haben Zeug auf Halde. Es gibt reichlich Dinge auf Halde, die ich gerne noch machen würde. Wie gesagt, ich war halt damals so sad, dass sie dann ausgestiegen ist, weil ich ihr Artwork schon fast fertig hatte. Ja, das war halt, glaube ich, mit ihr angefangen. So. Ja. Deswegen. Mhm. Aber ich würde dann auch jetzt für heute Schluss machen. Because it's getting late. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Bock habt, am Dienstag, weil es geht ja noch nicht mit Out of the Abyss weiter, am Dienstag findet Sandboxing statt, wenn ihr Lust und Laune habt. Oh, du müsstest so ein dum, 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 Soundtrack an, weil es ist Sandboxing. Das ist wahr. Dann stehst du im Sandkasten und bist du am Boxen wie Rocky. Sherlock darf leider nicht da sein, weil
Er ist einer der Sherlock Spieler. Sherlock halt die Ohren zu. Genau. Dann, oh Gott. Oh, Sadness. Oh Gott, ich gucke gerade, was dann danach als nächstes kommt. Dann ist, glaube ich, dann kommenden Sonntag am 12. Wieder Morgenkaffee. Da werde ich euch wahrscheinlich die nächste Story von unserer Tales from the Loop-Runde erzählen, weil da geht es nämlich am 11. weiter. Das heißt, da kann ich euch erzählen, wie das Conspiracy Board weitergewachsen ist. Und ob sie von Vögeln gefressen wurden. All the birds. All the birds. Und dann in der Woche darauf geht ja schon Out of the Abyss weiter und auch nochmal Sandboxing, weil ich mache jetzt bis zum, also sozusagen nächste Woche, also die sozusagen nicht die jetzt kommt, sondern die danach, ab da switcht Sandboxing auf den Mittwoch, weil dann am Dienstag halt Out of the Abyss weitergeht. Wo ich mich auch mega drauf freue. Ich hoffe, ich kriege das Stream-Design noch fertig. Bete zum Himmel. So der Plan. Lassandra, sei mit uns. Please. Und Ilmatil. Das wäre auch noch immer noch was. Ich würde hoffen, dass Chris irgendwann dieses Jahr Zeit hat und Sherlock auch und Jules auch, dass wir vielleicht die zweite Tales from the Loop Season schaffen dieses Jahr. Weil das ist auch so ein Schätzchen, das ewig schon bei mir rumliegt. Wo ich mir auch ins Schlaf weinen könnte. Reden wir drüber. Ja. Und irgendwann im Laufe des Jahres muss ich mal gucken, ob ich mal irgendwie es schaffe, wenn es euch passt auch, dass ich auch mal vorbeikomme. Ja, gerne. Ne? Bist du immer herzlich willkommen. Dass man mal irgendwas zusammen macht wieder. Ja, ich so möchte dich ja auch... Ja, on the table oder Brettspiel oder was auch immer oder so. Ja, ich bin... ich habe dir ja auch schon gesagt, ich hätte dich unglaublich gern bei Bravely Unprepared mal als Gastspieler dabei. Oder vielleicht als Gastleiter, je nachdem, wie du dich fühlst und wie wir Böcke haben. Aber weil du wohnst jetzt nicht so krass weit weg. Das ist machbar. Das ist noch so im Rahmen. Ich glaube, das war das 1,5 Stunden oder sowas. Ja. Sherlock hat ein neues Lieblingsspiel. Wir dürfen es uns übrigens nicht kaufen. Frodo hat es mir verboten. Ich glaube, ich krieg's zum Geburtstag. Ich weiß auch nicht. Ja, Disney Villain ist auch cool. Ja, ja. Und ja, ich Villain mal. Des Wahnsinns ist echt extrem cool. Ja, du warst ja auch schon mal hier. Du weißt ja, du warst ja schon mal anwesend. Deswegen, circa 1,5 Stunden. Ja. Bin ich woanders weitergefahren. Und, als kleiner so Schmankerl. Vielleicht bis dahin ist dann auch unser Rollenspieltisch da mit eingesenkter Tischplatte und Shit. Nice. Weil der wird halt extra für Bravely Unprepared, habe ich mir den jetzt halt zugelegt. Ich wollte eh mal einen, jetzt bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Und sehr cool. Der wird jetzt gerade gemacht, sozusagen. Der ist in the works. Ja, nice. Und der wird mega cool aussehen. Ich zeige euch vielleicht nächsten Morgenkaffee wird es dann tatsächlich sein, weil nächste Woche kann ich morgens früh. Zeige ich euch vielleicht Bilder, wie die ja ungefähr aussehen wird, weil die haben halt ein Modell sozusagen. Und alle haben Metalwürfel, damit er möglichst zerstört wird. Der hat so ersetzbare Einlagen in dem Tisch. Also es wird gut. Außerdem kriegt ihr sowieso alle Dice Trays, ihr Vögel. Ich habe eine Würfelarena bekommen aus Leder, so, die man so zusammenklipsen kann. Kennst du es an den Seiten, dass du so ja, Druckknöpfe hast? Die meinte ich mit Dice Trays. Das sind ja diese, die man so zusammenfalten kann und so. Das war Teil meines Wichtelgeschenks, habe ich mich sehr darüber gefreut. Sweet. Aber wie ich gerade gesagt hatte, weil es immer später wird. Entschuldige. Weil ansonsten versacken wir hier. Sinnlos totgequatscht wieder. Ja. Immer. Ich wünsche euch ein paar wunderschöne Tage und wir sehen uns entweder Dienstag oder Sonntag. Je nachdem. Möchtest du auch noch was ankündigen für nächste Woche? Bist du irgendwo dabei, just in case? Ich kündige erstmal nichts an. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall auch alle noch einen wunderschönen Restsonntag, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und sehr viel Spaß beim RP, ob ihr jetzt spielt, ob ihr leitet oder ob ihr zuschaut. Wie dem auch sei und wünsche euch allen nur das Beste. Ja. Bye bye. Und es war wieder sehr, sehr, sehr schön heute. Oh ja, es war wunderschön heute. Dann wünschen wir euch, wie gesagt, noch einen schönen Abend. Bye bye. Nicht diesen Dienstag, den darauf, den 14. Sherlock. Was nicht da eben, ne? Okay. Hat Löffel erst viermal gesagt. Viermal, 20-mal. Okay. Ja. Ja, am 14. hoffentlich geht's weiter, wenn alles klappt. Bye bye. Tschüss.